Herzlich willkommen hier bei Olafs Club. Ich bin da, hallo! Deine Mutter. Die Steffi, die Steffi und die Steffi. Riecht wie eine alte Schwindel. Oh, sorry. Das möchte ich glatt zweimal sehen. Gute Menschen, aber dumm wie ein Eimer Knete. Jetzt pass mal auf, du Otto! Ich sehe verboten gut aus. Dann hat er mir seinen Finger in den Hintern gesteckt. Der war gut, oder? Es ist also wirklich wieder soweit. Wir haben erneut Künstler nach Leipzig gelockt. Wir haben ihnen wirklich eine tolle Stadt versprochen. Wir haben ihnen einen geilen Club versprochen und ein fantastisches Publikum. Man merkt, wir haben gelogen, bis sich die Balken biegen. Aber mit Erfolg, denn es sind wirklich tolle Künstler angereist. Also ich sag mal so, es sind einige jetzt noch nicht so bekannt, sind aber auch viele natürlich dabei, die, von denen man noch nie gehört hat. Ja, Ich bin der Benedikt Mittmannsgruber aus Österreich, aus dem Mühlviertel. Und ich bin jetzt schon seit insgesamt 5 Jahren in so einer Beziehung. Mit meiner Freundin. Ist von euch auch irgendwer in einer Beziehung? Mit meiner Freundin? Meine Freundin ist ein extrem großer Fan von Enrique Iglesias. Das ist so ein spanischer Sänger. Der ist viel hübscher als ich. Wir hören zu Hause die ganze Zeit die Musik von Enrique Iglesias. Auch wenn wir miteinander schlafen, hören wir die Musik von Enrique Iglesias. Meine Freundin stellt sich dann nämlich immer vor, dass auf ihr nicht Benedikt Mittmannsgruber liegt, sondern Enrique Iglesias. Und ich stelle mir dann immer vor, dass unter mir nicht meine Freundin liegt, sondern Enrique Iglesias. Heute läuft's gut. Meine Freundin, die hat mir jetzt vor ein paar Tagen so nebenbei erzählt, sie hat vor mir schon mal mit so einem anderen Menschen geschlafen. Mit einem spanischen Austauschstudenten. Aus Spanien. Aus Barcelona. Und Gott sei Dank bin ich kein eifersüchtiger Mensch. Also mich lasst sowas eher kalt. Ist mir scheißegal. Deswegen war ich dann nächsten Tag schon am Flughafen in Barcelona. Sie hat mir nur erzählt, sein Name ist Enrique. Enrique ist Spanisch und bedeutet auf Deutsch so viel wie Arschloch. Außerdem hat sie mir noch erzählt, sie hat mit ihm den besten Sex aller Zeiten gehabt. Ich bin am nächsten Tag in Barcelona aufs Gemeindeamt gegangen und habe gesagt, hallo. Ich suche einen Enrique. Also auf Spanisch, hola, ich suche einen Enrique. Und dort habe ich dann erfahren, es gibt in Barcelona insgesamt 95.000 Menschen, die Enrique heißen. Und dann habe ich mir natürlich schon gedacht, gut, es sind eh Sommerferien. Ich habe Zeit. Bei den ersten 12 Enriques war ich mir aber ziemlich sicher, dass er da jetzt nicht dabei ist, weil der Sex mit ihnen war schrecklich. Der war gut, oder? Ich habe jetzt in insgesamt 25 Jahren so einen Papa. Und mein Papa hat in seinem Leben immer nur ein großes Ziel gehabt. Er wollte mich zu einem richtigen Mann erziehen. Das ist bei uns in Österreich extrem wichtig. Und für so einen gestandenen Mann in Österreich gibt es eigentlich nur 2 einfache Gebote. Erstens, ein richtiger Mann aus Österreich sollte konstant 2 Promille Alkohol im Blut haben. Das ist in Leipzig ein leichter Schwips. Und zweitens, ein richtiger Mann aus Österreich darf auf keinen Fall seine Gefühle zeigen und auf keinen Fall weinen mit seinen Augen. Ich habe als Jugendlicher aber gegen jedes Gebot verstoßen. Ich war immer extrem sensibel und habe ziemlich viel geweint. Zum Beispiel,
wie ich als 17-Jähriger das erste Mal in meinem Leben so richtig in ein Mädchen aus meiner Klasse verliebt war. Und dann habe ich es bei meiner Geburtstagsfeier bei mir zu Hause im Bett mit einem anderen erwischt. Mein Papa hat dann zu mir gesagt, Benni, geh jetzt bitte wieder raus. Ich muss euch jetzt noch was Lustiges erzählen. Ich habe mir als 10-jähriger Mensch das erste Mal in meinem Leben so einen Porno angeschaut. Hat von euch auch schon mal irgendwer Porno gesehen? Noch niemand? Das traut sich wahrscheinlich jetzt auch keiner zugeben. Vor alle anderen. Vielleicht können wir deswegen mal alle gemeinsam die Augen schließen. Dann ist das viel anonymer. Also bitte mal kurz die Augen schließen. Und das geht im Prinzip so. Das ist ganz einfach. Und jetzt zeigt nochmal jeder auf, der in seinem Leben schon mal einen Porno gesehen hat. Okay. Augen wieder auf. Du hast dich gemeldet. Du warst jetzt der Einzige. Vielleicht kann die Kamera kurz mal hinfilmen. Ich habe mir, wie gesagt, als 10-Jähriger das erste Mal in meinem Leben so einen Porno angeschaut. Was versehen? Ich wollte eigentlich im Internet nach Haustieren suchen. Aber bei Hamster, da bin ich irgendwie auf eine total falsche Seite gekommen. Da waren lauter Videos von so nackten Menschen. Und ich habe mir dann ein so ein Video angeschaut. Nach den 1,5 Stunden habe ich mich so richtig schlecht gefühlt. Ich meine, ich war noch ein kleines Kind. Ich habe dann gar nicht mehr gewusst, was ich machen soll und habe das bei der nächsten Beichte unserem Gemeindepfarrer erzählt. Und er hat dann zu mir gesagt, dass das eigentlich eh gar nicht so schlimm ist, dass ich mir da gar keine Sorgen machen brauche. Ich soll ihm einfach mal den Link schicken. Danke Leipzig, ihr wart großartig, Dankeschön. Ich möchte... Als Mentalist habe ich einen riesen Vorteil in Sachen Dating, weil ich einen speziellen First-Date-Move habe. Der geht wie folgt. Ich lenke das Gespräch darauf, dass ich ja Gedanken lesen kann. Und wenn er oder sie dann fragt, ob ich das mal zeigen kann, sage ich ja. Aber du gibst mir erst deine Kreditkarte. Ich versuche, deine PIN-Nummer zu erraten. Und wenn ich richtig liege, dann bezahle ich mit deiner Kreditkarte heute Abend das Date. Auf dem letzten Date. Ich habe das auf allen Dates gehabt, auf allen Dates gemacht, die ich jemals hatte. Und das hat auch beide Male funktioniert. Und auf dem... Das ist sehr traurig. Und auf dem letzten Date, das ich hatte, habe ich das genauso gemacht. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass das auch wieder funktioniert hat. Das Mädchen meine Freundin wurde, wir nicht mehr zusammen sind, aber ich immer noch ihre Kreditkarte benutze. Und diesen schönen Moment aus meinem Privatleben würde ich gerne noch einmal mit euch nachholen. Guck mal, vielleicht einmal in der ersten Reihe, du darfst einmal für mich aufstehen, bitte. Darf ich deinen Namen hören? Martin, herzlichen Glückwunsch. Du bist mein Freiwilliger in diesem Moment. Bitte einen warmen Applaus für Martin. Komm zu mir. Ich freue mich. Geht's dir gut? Sehr schön. Okay, einmal gewinkt. Perfekt. Martin, einmal deine Hand an meine. Weißt du, was passiert oder wisst ihr, was passiert, wenn ich sage, denk nicht an ein rotes Feuerwehrauto, was wird passieren? Denkst natürlich dran, ja? Es ist dasselbe, wie wenn ich sage, Martin, und achtet auf sein Gesicht, denk bitte nicht an mich nackt. Ich weiß nicht, warum ihr lacht, aber es seht, dass es funktioniert. Es ist eine solide psychologische Technik. Martin, denk bitte nicht an die erste Ziffer deiner Bankpin. Alles, um nicht dran zu denken. Das ist eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Das ist eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Martin, versuchst du gerade an eine andere Ziffer zu denken, um mich zu bluffen? Ich versuche mich auf die Lampe zu konzentrieren. Auf die Lampe zu konzentrieren. Dann ist es zu einfach. Die erste Zahl ist eine 0, stimmt? Ja. Dann denk bitte nicht an die zweite Ziffer deiner PIN-Nummer. Das ist eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Das Interessante ist jetzt, Martin, wenn Menschen nicht an die zweite Ziffer denken, denken sie oft bewusst oder unbewusst an die letzte Ziffer. Ist die letzte Ziffer deiner PIN eine 5? Ja. Ich werde gleich 4 Ziffern benennen. Wenn ich richtig liege, gib mir bitte ein High Five. Wenn er mich High Five, rastet ihr für Martin einmal so richtig out. Ich habe euch gerade flüstern gesehen. Ist das deine Partnerin? Frau, ja. Frau, direkt hier vorne. Du hast dir gerade zugeflüstert, ich glaube, weil du erkannt hast, worum es sich bei dieser Zahl handelt. Geht es hier um Datum, Geburtstag? Ist es ein Datum, Geburtstag, wo du gerade dran denkst? Die basiert auf einem Datum, Geburtstag? Ja. Ihr Geburtstag? Nein. Deiner? Nein.
Wessen Geburtstag? Kein Geburtstag. Was für ein Datum? Hochzeitstag. Ich hab's gewusst. Ich werde gleich 4 Ziffern benennen. Wenn ich richtig liege, high five mich richtig, denn ihr beiden habt geheiratet am und dementsprechend ist deine PIN-Nummer der 7. Mai 0705. Korrekt. Nimm deinen Applaus und setz dich. Danke dir, Martin. Das war's von mir. Dankeschön. Bis dann. Danke. Danke sehr. Diese Inflation, ja, also die Inflation, ja, also das Geld ist immer weniger wert. Wo ich mich schon ein bisschen wundere, dass das hier im Osten überhaupt jemand aufregt. Ich meine, hier hat ja eh keiner Geld. Ja, viele sagen dann natürlich auch, ja, was ficht's mich an? Also mich betrifft's nur peripher. Viele sagen dann, ja, ich bezahle einfach mit meinem guten Namen. Das mache ich auch. Aber ich sag mal, da wird's natürlich für den Kevin schwer. Ja? Und von der Chantal ganz zu schweigen, die Preissteigerungen betreffen ziemlich massiv auch Lebensmittel. Die prozentual höchsten Preissteigerungen gab es bei, wer weiß es, Kopfsalat. Hätte ich nicht vermutet. Wirklich, die Preise von Kopfsalat sind prozentual am höchsten gestiegen. Ich meine, da kann man ja noch reagieren, gegensteuern. Ja, da muss man das Dressing eben posaufen. aber bei den Heizkosten ist es dann natürlich wirklich schon ein existenzielles Problem. Nicht nur das, es ist eben auch ein Problem von sozialer Brisanz. Denn da erzähle ich niemandem was Neues. Ja, wenn die Heizkosten steigen, wen trifft es wieder am härtesten? Die mit den großen Wohnungen. Ja? Und ich will jetzt nicht jammern, aber ich habe schon im Winter vor 2 Jahren den Nordflügel kaum warm gekriegt. Ja? Und letzten Winter war es dann endgültig so weit, dass ich wirklich, ich musste den halben Winter in der Karibik verbringen. Ja, und, ja, ich meine, das ist nicht leicht, gerade mit schulpflichtigen Kindern, ja, wenn man die dann alleine zurücklässt, ne, in der kalten Wohnung. Ich meine, die Friday for Future Kids, die wollen es ja nicht anders. Sind 15 Grad minus, ich brauche dich. Bitte komm doch vorbei, Darling, und rette mich. Mir ist so kalt, der Atem kondensiert. Bitte komm bald, bevor mir auch das Herz gefriert. Schatzi, bei dir wird mir immer ganz warm. Bei dieser Kälte schlägt die Sehnsucht Alarm. Du siehst so heiß aus, du hast einen Heizkörper. Im Sommer nervt mich das sehr, aber jetzt ist ja Dezember, da liebe ich deinen Heizkörper. Bitte komm wieder her, ich brauch dich nicht von April bis Oktober. Oder wenn doch, dann nur in Ausnahmen. Färben sich draußen die Blätter Zinnober, fange ich an, dich zu vermissen. Zinnober ist ein total hochgestochenes Wort für Rot. Aber es reimt sich halt auf Oktober und Rot nicht. Haben wir ausprobiert. Hat nicht geklappt. Du kommst gerade vom Friseur, oder? Sieht super aus. Du hast jetzt so kleine Löckchen. Ist das eine Mikrowelle, die du da trägst? Mir ist so kalt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Kannst du bitte bleiben und mich wieder aufwärmen? Du bist wie Tee und Heizdecke zusammen. Wenn ich dich sehe, wird mir von innen und außen warm. Du siehst so heiß aus, du hast einen Heizkörper. Im Sommer nervt mich das sehr, aber jetzt ist ja Dezember, da liebe ich deinen Heizkörper. Bitte komm wieder her, ich brauch dich nicht von April bis Oktober. Oder wenn doch, dann nur in Ausnahmen. Färben sich draußen die Blätter.
Blätter Zinnober fange ich an, dich zu vermissen. Im Sommer find ich dich zu heiß, in deiner Nähe schwitzig, aber im Winter bei Schnee und Eis sag ich hallo, schön dich zu sehen. Im Winter hast du leichtes Spiel, oh Baby, dann schießt Amor. Aber im Sommer trifft er nicht ins Ziel. Ich lieb den Ventilator. Das war's von uns. Vielen Dank. Hallo. Geht's euch gut? Schön, ja. Ja, ich bin, der Olaf hat das richtig gesagt, ich bin privat sehr, sehr schüchtern. Ich bin privat sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Ich gerate häufig in Panik, wenn mich Leute unvorbereitet ansprechen, so auf der Straße zum Beispiel. Ich bin immer unvorbereitet. Letztens kam ich aus dem Supermarkt raus und dann kam von der Seite so ein Obdachloser, der mich angesprochen hat, so, ey, hast du mal einen Euro? Und ich so, nein, danke. Und ich war selber innen drin schon so, oh, das war falsch. Das war nicht richtig. Und ihm hat das auch überhaupt nicht gefallen. So, er fand das auch sozial seltsam, was ich da geantwortet hatte. Und er hat dann so angefangen, sich aufzuregen. So, er ist dann so richtig wütend geworden und meinte dann so, was, nein, danke, wofür bedankst du dich denn? Was gibt's denn da zu bedanken? Was, nein, danke, was willst du mir damit sagen? Ich bin weggelaufen, weil ich mir nicht anders zu helfen wusste. Und dadurch gibt es häufig Situationen für mich im Alltag, wo ich mich mal gerne aufregen würde, aber mich absolut nicht traue. Zum Beispiel auch im Supermarkt an der Kasse. So. Wer von euch hat keine Payback-Karte? Einfach mal aufzeigen. Wer von euch hat keine Payback-Karte? So. Und wer von euch findet das auch mega nervig, wenn man an der Kasse dann nach der Payback-Karte gefragt wird? Ja, ich finde das nämlich auch richtig scheiße, dass sie sich das nicht merken können. So. Aber ich würde mich dann gern mal so aufregen, ich würde mich gern mal echauffieren, aber ich traue mich nicht und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, um das auszuprobieren. Also stellt euch vor, ich bin dann so an der Supermarktkasse und die Kassiererin ist dann so, die Waren laufen so übers Band so, piep, 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 piep. Ja, das macht 56,80 Euro. Haben Sie eine Payback-Karte? Nein! Nein, ich habe keine Payback-Karte. Jedes Mal, wenn ich einkaufe, fragen Sie mich, ob ich eine Payback-Karte habe. Und noch nie hatte ich eine. Seit 3 Jahren komme ich 2-mal die Woche hierher. Bei 52 Wochen im Jahr sind das 312 Mal. 312 Mal haben Sie mich jetzt gefragt, ob ich eine Payback-Karte habe. Und 312 Mal habe ich Nein gesagt. Würde sich auch nicht ändern, wenn Sie mich noch 312 Mal fragen. Tatsächlich ist es so, je öfter ich gefragt werde, ob ich eine Payback-Karte habe, desto weniger Bock habe ich auf eine Payback-Karte. Instagram zeigt mir auch schon seit Monaten eine Werbung für Notizpapier aus Steinmehl. Was soll das denn? Lieber lasse ich mich steinigen, als Notizpapier aus Steinmehl zu verwenden. Die Werbung hat genau den gegenteiligen Effekt, den sie haben soll. Je häufiger ich die Dinge sehe, desto weniger will ich sie haben. Was ist da los? Aber bei Instagram weiß ich wenigstens, dass der Algorithmus mir die Werbung auf Basis meiner Interessen anzeigt. Im Supermarkt ist mir völlig schleierhaft, warum ich überhaupt gefragt werde. Ist jetzt nicht so, dass Einkaufen zu meinen Interessen gehören würde. Oder glauben Sie, ich komme freiwillig hierher? Weil ich so gerne Cornflakes-Boxen angucke oder was? Oder weil ich so gerne in der Gegenwart von Kühlregalen bin, weil die mich an meinen Onkel Michael erinnern? Onkel Michael litt unter Blutarmut und hatte immer sehr kalte Hände, deswegen. Nein, ich komme nicht freiwillig in diese Verkaufshölle, wo vom Ein- bis zum Ausgang alles dafür designt ist, mich verkaufspsychologisch dazu zu manipulieren, noch mehr Scheiße zu kaufen, die ich nicht haben will. Wo die Gerüche und das Licht und die permanent im Hintergrund dudelnde Musik in meinem Gehirn einen ewigen Kindergeburtstag der Gewalt feiern. Und wenn ich mich nach Monaten an den ganzen Quatsch gewöhnt habe, gehen Sie her und räumen mein Regal um. Und dann kann ich von vorne anfangen. Nein, ich komme nicht freiwillig hierher, ich komme her, weil ich muss. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass ich in Ruhe und Frieden meinen Einkauf abwickeln kann, ohne jedes Mal von derselben ergebnislosen Frage belästigt zu werden. Als ob ich in einem von Kafkas Albträumen gefangen wäre. Ich habe keine Payback-Karte, ich will keine Payback-Karte und wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht mal genau, was eine Payback-Karte ist. Kann ich da jetzt bei jedem Einkauf bekloppte Punkte sammeln, die ich am Ende gegen hirnrissige Prämien eintausche, wie eine aufblasbare Luftpumpe? Oder ein Tortenheber für Linkshänder. Oder Psychopharmaka, die verhindern, dass ich den Laden in die Luft sprenge. Alles.
eine interessante Stelle, um da zu klatschen. Sie müssen erstmal drüber nachdenken, was das aussagt. Nein, ich komme hierher, weil ich muss. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass ich in Ruhe und Frieden meinen Einkauf abwickeln kann, ohne jedes Mal von derselben ergebnislosen Frage belästigt zu werden. Das habe ich alles schon gesagt, ne? Jetzt habe ich mich selber rausgebracht. Okay, warum? Da spielt eine Handtasche Musik. Oh nein, ein Wecker. Okay. Ich weiß schon. Weißt du, das Beste ist an der Situation gerade, es ist für dich genauso unangenehm wie für mich gerade einfach. Das ist ganz fantastisch. Okay, Psychopharmaka, die verhindern, dass ich den Laden in die Luft sprenge. Okay. Alles während irgendein windiger Konzern Daten über mein Kaufverhalten sammelt. Wobei, darüber darf ich mich nicht mehr aufregen, weil ich benutze ja auch Amazon und Instagram und Facebook. Obwohl niemand mehr Facebook benutzt. Außer Rechtsradikalen und Spinnern und rechtsradikalen Spinnern und Muttis. Bei denen man hofft, dass die es einfach nicht besser wissen. Wenn ich mich bei Facebook einlogge, kriege ich von Mark Zuckerberg eine persönliche Nachricht, in der er sich dafür bedankt, dass ich der letzte vernünftige Mensch auf Facebook bin. Worüber habe ich mich nochmal aufgeregt? Die Verkäuferin schaut mich dann so mit einem glasigen Blick an und auf ihrer Brust heftet ein Schild mit der Aufschrift Frau Koselewski. Und dann bricht es aus ihr heraus: Jetzt pass mal auf, du Otto! Glaubst du, ich merke mir jedes von den 2000 Arschlöchern, die am Tag durchkommen? Für dich bin ich die eine Olle, die immer an der Kasse sitzt, ja. Aber für mich bist du ein beliebiger Motherfucker, der ein bisschen aussieht wie Ed Sheeran. Aus. Aus einer Armee von gesichtslosen Motherfuckern, die mir alle so schnell am Arsch vorbeigehen, dass ihr nicht mal merkt, dass es stinkt. Wenn ich hier abends rausgehe, habe ich vergessen, dass du jemals existiert hast. Also blas dich mal nichts auf mit deinen spiegelverkehrten Ohren. Außerdem glaubst du, das ist mein Hobby, dich nach deiner verfickten Payback-Karte zu fragen, oder was? Das ist Vorschrift, ich muss das machen. Ob du achtes Weltwunder der Scheißigkeit, jetzt eine Payback-Karte hast oder nicht, ist mir egaler als alles, was beim Bachelor passiert ist. Und abschließend, von einem, der nicht mal die Eier hat, sich in echt an der Supermarktkasse aufzuregen, sondern den ganzen Scheiß zu Hause aufschreibt und das dann auf einer Bühne vorliest, lass ich mir schon mal gar nichts sagen. Also. Also am besten hältst du jetzt die Schnauze und zahlst die 56,80 Mark. Ja, ich sag Marc, mach doch ein Stand-up drüber. Und das Schöne ist an der Situation, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass ich wenigstens bei den Streitgesprächen in meinem Kopf gewinne. Aber was soll ich machen? Die Frau hat recht. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Tschüss. Die Psychologin hat mir geraten, ein bisschen über meine Herkunft zu sprechen, um das Ganze ein bisschen besser zu verarbeiten. Weil ich komme ja aus Bayern. Ja. Und dann eben aus Ostbayern. Ostbayern besteht aus Niederbayern und der Oberpfalz. Ja, das ist gut, macht so weiter. Das kennt eigentlich das ganze Stück so. Das ergibt immer Sinn. Das sagen meine Kinder auch, wenn sie mich singen in der Früh, oh Mama, du. Na, und also Niederbayern und Oberpfalz, und Niederbayern ist reich, die Oberpfalz nicht. Und ich bin eben aus der Oberpfalz. Ja. Ja, die Oberpfalz ist das Gebiet, wo man damals, als ich aufgewachsen bin in den 80ern, nicht ganz gewusst hat, wo tut man es hin, weil es keine Seite von der Mauer haben wollte. Jetzt ist jemand umgefallen. Ist der oder diejenige aus der Oberpfalz. Weil, es tut mir leid, vielleicht habe ich jetzt Gefühle verletzt, aber es war einfach so. Und ja, deswegen sind wir Frauen aus der Oberpfalz, weil wir aus so einem komischen Gebiet kommen. Wo die Leute dann immer sagen, wenn sie uns sagen, oh, oh. Deswegen haben wir jetzt ganz interessante Jobs. Also viele aus meinem Ort, die sind so gut gelaunt, die arbeiten jetzt deutschlandweit, mit denen werden böse Geister vertrieben in einigen Orten.
Und also mit mir, meine Kabarettplakate, die werden immer so laminiert und damit wehren die immer die ganzen Winzer in Franken so die Krähen ab und die Vögel. Ist einfach schön, weil man so rumkommt, gell? Und ja, ihr denkt euch jetzt komischer Humor, aber das ist bei uns so. Also nicht geschimpft ist bei uns gelobt genug. Deswegen machen wir zum Beispiel Social-Media-Kommentare. Könnt ihr mal drunter schreiben, was wollt, ist mir ganz egal. Ist immer nur netter als manche Familienmitglieder von mir. Ja. Und das ist die Oberpfalz. Also, mei, wir sind so direkt. Wir können mit unserer Art eigentlich jedes Selbstbewusstsein schneller kaputt machen wie ein Wühlmaus im japanischen Ziergarten. Und das habe ich früher schon mal gemerkt, wenn meine Eltern so am Kachelofen gesessen sind und haben über ihre drei Kinder so geredet. Und dann hat meine Mama so zu meinem Papa gesagt, gell Sepp, da wenn wir damals stattdessen dreimal Holz geschnitten hätten, hätten wir wenigstens eine warme Küche gehabt. Dafür ist die geliebt, das ist Erziehung in der Oberpfalz. Und wir sind einfach so wie unsere Umgebung. Wir sind so schwarzhumorig und so karg, ungemütlich und bockig. Ne? Und da im Süden von der Oberpfalz, da an der Donau, da wo ich herkomme, da ist noch dazu recht neblig. Also der Nebel, der spackt sich da ganz ungut zwischen zwei Bergketten rein. Und bei uns ist einfach 8 Monate neblig und den Rest regnet es. Und ich komme von so einem stockfinsteren Zufluss von der Donau und da staut sich der Nebel dann auch noch ganz ungut hinter. Und das ist ein ganz enges Tal, das heißt Tal der schwarzen Laber. Weiß ich bis heute nicht, ob das so heißt, weil da nie eine Sonne scheint oder weil da jeder immer CSU wählt. Und wenn ich jetzt so rede über die Gegend, dann denke ich daran, dass das Haus von meiner Oma den ganzen Tag, das ganze Jahr immer im Schatten liegt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen im sonnenverwöhnten Osten. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und wenn ich dann so drüber rede, dann rieche ich diesen Geruch von der Küche von meiner Oma, diese Mischung aus Holzofen, Virginia von meinem Opa und Moder, heute wird es das Schimmel nennen. Und das hört sich jetzt nicht schön an, aber wer bei uns nicht krank war oder gleich gestorben ist wegen der Feuchtigkeit, der oder die war gut drauf. Weil wir gewusst haben, wir haben es geschafft irgendwie. Und auch weil wir so eine schöne Tierwelt gehabt haben. Bei uns war immer alles voller Ratten. Der Papa erzählt immer die Geschichte, als er den Antrittsbesuch bei meinen Großeltern gemacht hat. Da war das Erste, was er vom Auto aus gesehen hat, 3 fette Bisamratten. Die haben ihn vom Vorgarten von meiner Oma aus angeschaut. Und als er sich dann geweigert hat, aus dem Auto auszusteigen, da hat meine Mama dann zu ihm gesagt, jetzt habt ihr halt nicht so. Dieses Jahr sind sie ja eh so wenig. Letztes Jahr haben wir so viele Ratten gehabt, die haben beim Feuerwehrumzug einen eigenen Fahnenträger gebraucht. Ja. Jedes Klima hat halt seine Vor- und Nachteile. Ich kann dafür als Südoberpfälzerin den Nebel lesen wie andere Leute den Sonnenstand. Ich bin dann immer zum Versteckenspielen im Nebel nach der Schule rauf im Wald gerannt. Und dann habe ich immer wieder im Nebel probiert, meine ausgestreckte Hand endlich zu erkennen. Und wenn es dann soweit war, dann habe ich gewusst, jetzt ist 3 Uhr nachmittags. Jetzt reißt es mal kurz auf. Und dann bin ich runtergerannt zu meiner Oma in die Küche, weil ich gewusst habe, die holt jetzt irgendein saugutes Gericht aus ihrem Holzofen raus. So Rohrnudeln oder sowas. Ich war eins mit der Natur. Ich war so viel draußen, ich habe anhand vom Fledermausflug sagen können, ob es Tag oder Nacht ist. Ja, ein bisschen finster war es immer bei uns, aber ich habe mich nicht gefochten, ich habe keine Angst gehabt, weil ich war so ein Gassenkind mit so einem riesen Selbstbewusstsein und haufenweise gute Freunde. Und diese Freunde, die haben bei uns in der Oberpfalz damals in den 80ern Markus, Andreas und Christian geheißen und ein paar Mädels hat es auch gegeben. Das waren die Steffi. Und wir waren alle miteinander verwandt. Ja, weil klar, in dem finsteren Nebel verirrt sich kaum mal jemand rein. Und dann haben wir alle so 8 Dioptrien, mein Papa sogar 13, weil sonst hätte der meine Mama nie geheiratet. Und wenn es dann ums Heiraten geht, wenn der langweilig ist, so mit 15, 16, dann tastest du halt so vor im Nebel. Und wenn es dann auf einen triffst, dann fragst du dann kurz, ob er dein Bruder ist. Und wenn er sagt nein, dann wird geheiratet. Das ist Liebe in der Oberpfalz und so bin ich entstanden. Ja, schön, gell? Oh. Ja, und dann haben wir irgendwann in der Schule mal ein Liebesgedicht schreiben müssen und ich kenne das Konzept Liebe gar nicht. Das gibt es in der bayerischen Sprache nicht. Wir kennen nur mögen oder nicht mögen. Mögen oder nicht mögen. In der Oberpfalz sehr oft nicht mögen. Und dann
das hat meine Lehrerin gesagt, Liebe, das ist so ein warmes Gefühl im Bauch, das ist, wenn du was ganz gern magst und so. Und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich ein Liebesgedicht über die Oberpfalz schreiben. Und das trage ich euch jetzt mal vor. Und das ist mir ganz wichtig, dass jetzt nicht irgendwelche überambitionierten Menschen versuchen, das zu verstehen. Aber so denke ich in meinem Kopf, das ist jetzt für euch praktisch ein Spiegel, dass ihr seht, dass ich die ganze Zeit simultan übersetze, was das für Leistung ist. Ne? Aber wie gesagt, ihr probiert jetzt nicht, das zu verstehen, weil in München hat schon mal eine versucht zu verstehen, die habe ich dann auch nach Haar rausfahren müssen in die Nervenheilanstalt. Weil die ist wahnsinnig geworden, ne? Die hat das nicht. Also ich fange jetzt mal an. Ne? Bau kennst du es nicht, die schöne Pfalz, was du willst, auch wenn du den Berg anholst und etwa kein Gorka in der Wehren. Der Baum hat da was er muss, sonst hat er kein Geld für Schau, der darf sich im Winter seine Fels gescheiter frieren. Liebe Pfalz, über der Donau leiten, wo die Leute in der Kirche betten, Storpfalz, heulose sich gar Welt. Wenn ich die bloß sehe, baust mein Herz so leck und von lauter Freude da zum Mau ich ballen. Sieht man erst wieder, wie schön die deutsche Sprache ist, gell? Ja, und klar, ich meine, wenn dein Stammbaum ein Kreis ist, wie bei mir, dann ist es schon ein Wunder, dass einem so ein Gedicht einfällt. Und ja, weil wir sind ja ganz selten mal rauskommen aus unserem Dorf. Also wir sind eigentlich bloß einmal im Jahr, damals in den 80ern, ist bloß einmal im Jahr Bus die 15 Kilometer nach Regensburg reingegangen. Und den einen Bus haben wir dann genommen, die drei Kinder und Mama. Und wir sind zur Krebsvorsorge von meiner Mama gefahren. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wir uns auf diese Krebsvorsorge gefreut haben, gell? Ja, weil wir gewusst haben, wenn wir bei so einem Ausflug brav sind, dann kriegen wir, das ist in Bayern ein Brauch, zur Belohnung ein Leberkässemmel. Und das ist heute noch so. Ich, wenn das Wort Krebsvorsorge bloß lese, dann rieche ich schon einen Leberkäse. Und andersrum, ich gehe an einer Metzgerei vorbei und mache meine Vorsorgetermine am Handy aus. Ne? Da soll nur ein Mensch zu mir sagen, dass Leberkäse ungesund ist. Merci, servus. Ja, hallo, vielen Dank. Ja, ich war letztes Jahr zum zweiten Mal in meinem Leben beim Urologen. Das erste Mal war als Vierjähriger wegen Vorhautfängung. Dann habe ich als Kind beim Baden jahrelang die Vorhaut vorn zurückschieben müssen, damit es nicht noch enger wird. Und irgendwann habe ich das nicht mehr machen müssen, aber wollen. Also ich bin von Kindesbeinen an zum Wichser erzogen worden. Jetzt im Dezember war ich beim Urologen, weil ich angeblich ein bisschen ein Hypochonder bin. Aber ich habe wirklich schon viel gehabt. Gicht, Achselkrebs, Passivraucherbein. 2017 am Bodensee mit Malaria infiziert. Querschnittslähmung, Hodentorsion, Scheidenpilz. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenüberfunktion. Schilddrüsennormalfunktion, ist auch nicht gesund. Gelbfieber, mal Clownseuche, Lepra, zweimal. Und erst kürzlich Scheinschwangerschaft und gleichzeitig Röteln, wo ich sehr viel Angst gehabt habe um mein ungeborenes Kind. Ja, Erektionsprobleme habe ich aber nie gehabt. Ich weiß, das wird gerne von der Kollegenschaft hinter meinem Rücken erzählt. Habe ich nie gehabt. Ich wollte einfach nicht. Ja, im Winter war ich beim Urologen, weil es bei mir oft so 5-6 Sekunden gedauert hat, bis das Pinkeln wirklich losgegangen ist. Und heute weiß ich, das war einfach schüchterne Blase. Also ich kann nicht pinkeln, wenn ich mir selbst dabei zuschaue. Muss ich mal Augen zumachen, Hände weg, sonst geht's nicht. Beim Urologen sind nur alte Männer gesessen und ich, also so richtig alte Männer, bei denen du in der U-Bahn bis zum letzten Moment wartest, um aufzustehen, weil du nicht weißt, ob sie es noch so weit schaffen. Okay, ich merke, sie brauchen ein bisschen. Aber ich stehe auch relativ weit weg von ihnen. Vielleicht braucht der Schall ein bisschen. Dort bin ich schon nach 5 Minuten aufgefordert worden, im Behandlungszimmer Platz zu nehmen. Der Urologe ist dann eingetreten und hat mich mit einem Fistbump begrüßt.
und mich gefragt, was mich zu ihm führt, und ich irgendwas vor mich hergestammelt und mich für meine Existenz entschuldigt. Und dann hat er mich gebeten, mich am Behandlungstisch in Embryostellung hinzulegen, und hat dann gesagt, das ist der Schreibtisch, das ist der Teppich, wissen Sie was, ich trage Sie rüber. Und dann hat er begonnen, einen Ultraschall meiner Blase, meiner Nieren zu machen, und hat zu mir gesagt, wollen Sie das Geschlecht jetzt schon wissen oder soll es eine Überraschung sein? Und dann hat er einen Blick in meine Akte geworfen und gesagt, Sie sind Comedian, waren Sie schon mal im Fernsehen? Und ich habe gesagt, ja. Ich glaube, ich habe Sie sogar schon mal wo gesehen. Das wünscht man sich ja, oder? Dass einen die Leute erkennen. Also vielleicht nicht gerade der Urologe, haha. Da können Sie gleich einen Sketch einbauen. Vielleicht, danke. Das finden die Leute sicher lustig. Ja, so, der Herr Fritz, Nierenblase schaut alles fein aus, aber ich würde zum Schluss noch gern Ihre Prostata abtasten. Wo ich mir gedacht habe, was ist das für ein Freak? Gerne. Ich habe gesagt, okay, aber wurscht. Wie bitte? Ist eine blöde Frage, aber könnten Sie vielleicht statt Ihrem meinen Finger verwenden? Und ich beschreibe Ihnen dann einfach, was ich spüre. Es tut mir leid, Herr Fritz, das geht nur bei Privatpatienten. Und dann hat er mir seinen Finger in den Hintern gesteckt. Und ich war sehr froh, dass er das nicht Corona-konform gelöst hat. Was soll ich Ihnen sagen? Ich verstehe diese Angst von Männern vor der Prostata-Untersuchung null. Das ist wirklich nicht schlimm, dauert 3 Sekunden, tut überhaupt nicht weh. Gut, fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an, wenn du in deinem Leben zuvor noch nie einen Finger im Hintern gehabt hast. Aber ich sag mal so, wenn du Mitte 40 bist und in deinem Leben noch nie einen Finger im Hintern gehabt hast, kannst du dich schon auch fragen, ob du wirklich alles richtig gemacht hast im Leben. Es war wirklich nicht schlimm, also im Gegenteil. In dem Moment, in dem der Finger des Urologen meine Prostata berührt hat, habe ich diese tiefe emotionale Verbindung gespürt zwischen uns. So als würde mich als den Menschen erkennen, der ich wirklich bin, im tiefsten Innern meiner selbst. Es heißt ja, die Augen sind der Spiegel der Seele. Die Prostata ist die Seele. Meine ganze Scham und Schüchternheit ist von mir abgefallen und großem Vertrauen gewichen. Und auch ich habe den Urologen aus dem gesehen. Der ist ein Mensch mit Ängsten und Hoffnungen, mit Stärken und Schwächen. Ein Mensch aus Fleisch und Blut und Zeigefinger. Ein Mensch wie ich. Wir sind uns auf Augenhöhe begegnet. Beziehungsweise fast irgendwas hat noch gefehlt. Ich habe zum Schluss noch den Impuls verspürt, ihm meinen Finger in seinen Hintern zu stecken. Um den Kreis zu schließen. Aber auch da hat er gemeint, geht nur bei Privatpatienten. Als er dann gemeint hat, dass alles passt und ich auch nicht zur Kontrolle kommen muss, habe ich geantwortet, schade. Danke sehr. Danke sehr. Es ist ja in der Gesellschaft nicht immer lustig, ja, so der Alltag, man hört ja viele Menschen eher so nörgeln, die sind alle so am Schimpfen und immer so, alle so, hättete, ja, es ist so dieses, man darf nichts mehr, alles ist verboten, ja, also man hört das ja ganz oft, so dieses, ja, hier im Schlachthof, ne, die dürfen Küken schreddern, ja, aber wenn du das im Garten machst, wirst du blöde angeguckt, ja, so, alles, was Spaß macht, darf man nicht, ja, man darf nicht die Kinder vermöbeln, ja, nicht mal die eigenen, ja, also und wenn man einfach mal so gut gelaunt früh morgens auf dem Campingplatz um 4 Heil Hitler ruft, dann ne, irgendein Sturz garantiert. Und man kann das alles so oder so sehen, aber prinzipiell muss ich sagen, bin ich auch eher gegen Verbote, weil ich davon ausgehe, dass erwachsene Menschen gewisse Dinge ja einfach von selber nicht tun sollten. Ja, also ich meine, als Säugling ist ja normal, da wirft man sich irgendwie an die erstbeste Brust, die irgendwie im Raum rumhängt. Aber wenn du das als ausgewachsener Uwe eben immer noch machst im Büro, ja, da
bei Fräulein Krützner, dann sorgt das unter Umständen natürlich für Irritation. Und ich glaube, es kommt ja darauf an, dass man dann im Leben erkennt, wie kann man sich irgendwie so durchlavieren. Ja, also zum Beispiel gibt es ja sowas, also ich lasse zum Beispiel im Winter lasse ich gerne mal den Motor warm laufen vom Auto. Jetzt nicht ewig, also den ganzen Tag, sondern meist bloß mal so kurz über Nacht. Und natürlich, so hat sich dann Carola beschwert, hat gesagt, nein, das würde sie stören, weil jetzt die Abgase ins Schlafzimmer ziehen. So, dann habe ich gesagt, okay, kein Problem, Auto umgeparkt, vors Kinderzimmer. Und ich meine, das ist nur Diesel, aber ich habe das Gefühl, dass die Kinder besser schlafen. Ja? Also, man muss eben immer irgendwie einen Mittelweg finden, der für alle okay ist und über manche Verbote, ja, da setze ich mich einfach drüber hinweg. Ist es verboten? Also ich zum Beispiel, ich sehe verboten gut aus. Ja, aber ich mach's, ja. Ich habe ein Lied für meine kleine Tochter geschrieben, das heißt, ich ficke deine Mutter. Das spiele ich aber nicht. Das spiele ich jetzt. Darf ich nicht spielen? Alles ist ja verboten heutzutage. Ich fahr von Meeting zu Meeting. Ich fahr von Meeting zu Meeting. Ich fahr vom Meeting zum Hotel. Ich fahr vom Hotel zum Meeting. Ich fahr vom Meeting zum Flieger. Ich fahr vom Flieger zum Hotel. Ich bin Chauffeur. Man kann aus allem Pesto machen, man muss es ja nicht essen. Man kann mit Intervallfasten auch zunehmen, man muss nur die Pausen kurz genug machen. Es reicht nicht, aufeinander zuzugehen, man muss dann auch aneinander vorbeigehen. Selbstfahrende Autos, wo müssen die hin? Bausparen ist gefährlicher als Fallschirmspringen. Wirklich, letztes Jahr sind in Deutschland mehr Bausparer gestorben als Fallschirmspringer. Mit oder an Bausparen, ich weiß es nicht. Spinnen, was sind das für komische Tiere? 8 Beine, 0 Arme, was ist das Konzept? Ich habe mal mein Handy im Fundbüro verloren. Jeder, der sich schon mal mit Kiffern unterhalten hat, weiß, woher die Redewendung kommt, jemandem etwas lang und breit zu erklären. Dankeschön. Ich bin immer wieder gerne hier in Deutschland. Apropos lang und breit erklären. Jetzt muss ich lang und breit erklären, worum das nächste Lied handelt. Höher, größer, schneller, weiter, weiter, und aber auch schneller und höher und größer und weiter weg. Das ist ja so ein bisschen das Credo, nach dem wir alle leben. Alle streben immer nach höher, schneller, weiter, als Erster und als Beste überall sein. Ich war auch lange Zeit so ein kompetitiver Typ. Ich habe da mitgemacht bei dem Spiel, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich weiß noch genau den Tag, das war mein 3. Geburtstag. Da habe ich gemerkt, ich mache da nicht mit. Kein Bock. Aber ist ja so, Menschen brauchen Ziele, das weiß ich schon. Menschen brauchen Ziele. Aber ich frage mich, muss das denn immer so weit weg sein? Und so kann man da nicht in den eigenen 4 Wänden oder bei Olaf Schubert wahrscheinlich eigene 12 oder 13 Wände. Aber kann man nicht zu Hause sich Ziele setzen und dann die vielleicht da auch erreichen. Davon handelt der nächste Tune, okay? Im Wingsuit springen vom höchsten Haus der Welt. Wingsuit muss ich erklären hier für Tisch 1. Wingsuit, so eine Art umgedrehtes Hochzeitskleid, wo du dich dann von so Klippen und Hochhäusern runterfallen lassen kannst. Und dafür zahlt dein Red Bull sehr viel Geld an die Hinterbliebenen. Im Wingsuit springen vom höchsten Haus der Welt. Die Panamericana ist eine lange Straße ohne Geld. Barfuß rückwärts auf den Everest.
und 3 Tage nüchtern aufs Oktoberfest. Das habe ich alles hinter mich gebracht. Doch glücklich hat mich alles nicht gemacht. Denn was immer ich auch machte, irgendwer war vor mir da. Ich will endlich mal was schaffen, das noch keiner vor mir tat. Ohne Smartphone aufs Klo. Ohne Smartphone aufs Klo. Ich bin noch nicht so weit, das ist ja klar. Die Vorbereitungen, die werden hart. Beim Marathon trainiert man auch ein Jahr. Wirklich. Und was ich jetzt vorhab, hat noch nie ein Mensch gewagt. Ohne Smartphone aufs Klo. Sing mit. Ohne Smartphone aufs Klo. Lauter. Ohne Smartphone aufs Klo. Und wenn ich das geschafft hab, dann geht's erst richtig los. Ohne Smartphone auf die Couch, ohne Smartphone aus dem Haus, ohne Smartphone in den Apple Store und auch wieder raus. Ohne Smartphone auf die Bühne und zum Corona-Test, ohne Smartphone nochmal nüchtern aufs Oktoberfest. Ohne Smartphone ins Büro, ohne Smartphone in den Zoo, aber erstmal ohne Smartphone. Ganz in Ruhe, denn jetzt völlig zu Recht höchstwahrscheinlich einsetzenden handgemachten Leipziger Applaus. Vielen Dank, das war's von mir. Ich gebe zurück an Olaf Schubert. Dankeschön, Dankeschön. 86, da war ich, das ist für mich ein wichtiges Datum, denn da war ich bei der Armee. Ich war ja bei den Marines. Oder wie nennt ihr das hier? Glaube ich, Marine, ne? Sagt man in Deutschland. Jedenfalls, ich hatte eine Kampftaucherausbildung in der Talsperre Pöhl. Und das war wirklich nicht so einfach, das war so ein trüber Tümpel. Wir sollten immer runterkämpfen, wir haben uns nie gefunden. Ne? Wir sind immer aneinander vorbeigeschwommen, zumal gab auch nur einen Taucheranzug und da sollte man dann gegen sich selbst kämpfen. Warum erzähle ich das? Ich glaube, genau, ja. Wir nehmen ja 10 Sendungen auf und irgendwann ab der 5. Sendung rede ich dann auch manchmal einfach bloß so für mich. Also, bis mich jemand unterbricht. Wer von euch geht gerne vietnamesisch essen? Ja, genau, schön Leipzig, den rechten Arm heben, ich fühle mich zu Hause, super. Nein. Ich liebe vietnamesisches Essen, ich muss es nicht sagen, weil meine Eltern, nein, es ist echt geil. Aber habt ihr schon mal versucht, beim Vietnamesen telefonisch Essen zu bestellen? Warum lacht er jetzt schon, Alter? Ihr müsst zugeben, es ist schon pure Comedy, oder? Das ist schon nicht schlecht, ne? Ich rufe da manchmal an, weil mir langweilig ist. Ich könnte ja, wenn ich anrufe, vietnamesisch mein Essen bestellen. Ne? Problem ist immer, auf der anderen Leitung werden dann Fragen gestellt. Woher kommen deine Eltern? Wie heißen deine Eltern? Seit wann leben sie in Deutschland? Ja, und am Ende stellt sich heraus, mein Onkel ist auf der anderen Leitung. Ja, ich schulde dem noch Geld, wa? Müssen wir jetzt nicht thematisieren. So, ich habe da letztens angerufen, weil ich wirklich Hunger hatte. Und kennt ihr das, wenn ihr die Nummer wählt und ihr seid gerade mal so mit dem Daumen auf dem Sensor? Es kommt nicht dieses Düt, dieses klassische Geräusch, worauf ihr wartet und der Typ ist schon dran. Genauso war es. Ich drück drauf. Hallo? 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 Oh, ist da schon jemand dran, wa? Ja, wann essen? Essen? Oh, jetzt bin ich überfordert. Hab vergessen, was ich bestellen wollte. Essen, Alter, essen. Hallo, Kaiser, wann essen? Ja, Essen ist gut, wa? Oh, Digga. Was gibt's denn? Was gib alle! Okay, na gut. Hallo?
Ja. Ich weiß es gerade nicht. Fummfumsig! Was? Nee, das habe ich nicht bestellt. Was essen? Ich nehme die 55. Fummfumsig, zum hier essen oder mitnehmen? Zum Mitnehmen, bitte. Zum hier essen oder mitnehmen? Kennt ihr das, wenn ihr überlegt, habe ich es gerade gesagt oder habe ich es nur gedacht? Nee, zum Mitnehmen immer noch. Okay. Jo, wann kann ich los? Noch nicht fertig. Fummfumsig, scharf oder nicht scharf? Wie bitte? Scharf oder nicht scharf? Ist das ein neues Gewürz? Schmeckt das wie Maggi? Was ist denn scharf? Du merkst das scharf oder nicht scharf? Keine Ahnung, Alter. Du merkst das oder keine? Ach, scharf. Ach so. Nee, bitte nicht scharf. Vertrage ich heute nicht. Warum nicht? Nee, bitte nicht scharf. Ich mag scharf. Das gesund wurde, ich mag scharf. Ja, danke für nichts, Alter. Wo muss ich fly oder nicht fly? Wie bitte? Fly oder nicht fly? Ja? Was ja? Du magst das fly oder nicht fly? Keine Ahnung, ich kann nicht fliegen. Ey, du. Du nicht doi? Du magst das fly oder nicht fly? Du magst das mu oder Mein Name ist Hutti Traden, Leipzig. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ein schlechtes Zeichen, wenn der Bauch länger wackelt, als man sich selbst bewegt. Das ist, wenn das Lachen schon ho, ho, ho wird, dann ist es wirklich schlimm. Das ist bei mir mittlerweile so, wenn ich zu Hause mit dem Rücken zum Router stehe, habe ich vorne kein WLAN mehr. Das ist nicht gut. Ich bin nicht der Einzige, der zugelegt hat. Mein DHL-Bote, der hat auch zugelegt, weil er keine Treppen mehr gehen muss. Der darf unten das Paket ablegen. Aber auch dafür ist er zu faul geworden. Das Einzige, was der macht, der rennt mit seinem Zettelchen, der kommt zur Tür, der klingelt. Ich habe so eine kleine Videogegensprechanlage. Ich sehe den. Ich spreche ihn an. Ich sage, leg ab, hol es her. Das Einzige, was der macht, er schreibt ein paar Kringelchen auf diesen Zettel. Dann schmeißt er den so durch den Türschlitz und dann rennt der zurück zu seinem DHL-Wagen. Beim dritten Mal bin ich hinterher auf dem Balkon, habe hinterhergerufen. So, aha, DHL. Der Hurensohn läuft. Die Corona-Zeit hat aggressiv gemacht. Ich habe gedacht, ich muss den irgendwann erwischen. Irgendwann muss ich den erwischen. Und ich habe ihn erwischt. Nicht bei uns zu Hause, sondern bei uns im Rewe. Ja, da stand er plötzlich vor mir an der Kasse. Hat sich so einen Red Bull gekauft. Und ich dachte so, ja, Freundchen, die Energie wirst du auch brauchen, wenn wir hier raus sind. War gar nicht nötig. Es ist Folgendes passiert. Er hat diesen Red Bull aufs Band gelegt. Da hat die Kassiererin den Red Bull genommen, hat ihn so durchgescannt und die saß Rücken an Rücken zu einer anderen Kassiererin. Hat der den Red Bull gegeben und meinte zu dem, können Sie beim Nachbarn abholen. Das fand ich geil. Das war ja, gut gefallen. Das fand ich sehr lustig. Ich habe das meiner Frau erzählt. Sie fand es albern. Das ist albern. Habe ich gesagt, nee, albern ist, wenn du beim Wimperntuschen so machst. Das ist, ich bin nicht gut im Argumentieren, aber es ist so. Ihr macht das. Ihr macht nicht so. Ihr macht so. Warum? Schminkt ihr euch auch hinterm Augenlid? Mit? Man hat komische Angewohnheiten. Kann man nicht erklären manchmal. Ich habe auch komische Angewohnheiten im Auto. Ich mache immer die Musik leise, wenn ich rückwärts einparke. Dann sehe ich mehr. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist ja auch nicht, dass ich, wenn ich an so Knöpfchen drehe, der Parkplatz plötzlich größer wird. Das passiert einem, keine Ahnung. Im Auto. Ich habe auch eine richtig bescheuerte Angewohnheit. Ich bremse wie ein Geistesgestörter, nachdem ich geblitzt wurde. Das hat noch nie viel gebracht. Das ist ja nicht so, dass je doller man bremst, vielleicht ein klitzekleines Stück in der Zeit zurückfährt. Das passiert ja nicht. Ne? Das ist ja nicht, dass man fährt, lalala, fuck. So, jetzt nochmal langsam. Ne, das ist zu spät. Es gibt Sachen, die sind zu spät. Wie so ein Furz im Fahrstuhl. Zu spät. Das ist ja. Das ist so. Du stehst ja auch nicht da so. Oh, sorry. Ne, das ist. Ich rede auch im Auto, auch wenn mich keiner hört. Wenn mich jemand vorlässt, sage ich Danke. Handheben würde reichen. Aber ich sage noch nicht mal Danke, es ist mehr so ein Danke. Danke. Ich hab neulich einen Parkplatz gesucht. So, rumgesucht, richtig lange gesucht. Und dann habe ich einen freien Parkplatz gefunden. Da stand aber jemand drin.
kein Auto, sondern ein Typ, stand einfach auf dem Parkplatz. Und ich bin so hingefahren, da standen wir da, also er stand im Parkplatz, ich in meinem Auto und haben uns so angeguckt. Und ich sag mal so, das wäre so der Punkt gewesen, wo man das Fenster runter macht und fragt, kann ich da bitte reinfahren? Nein, ich sitze original im Auto. Kann ich da reinfahren? Kann ich da reinfahren? Kann ich reinfahren? Guck dir, park, kann ich nicht parken. Nicht parken. Der guckte mich an, der dachte, was will der? Dann ist er zu mir zum Auto gekommen. Ich hab das Fenster runter gemacht, aber ich hab vergessen, normal zu reden. Ich saß, kann ich nicht reinfahren? Kann ich nicht rein. Und er war so, ja, ja, doch, doch, klar, klar. Und ich sagte, also. Ich bin nicht stolz, aber ich habe später gesehen, es war ein Behindertenparkplatz. Das war nicht, das war ja, ich war nicht, das ist nicht. Ich habe das jetzt einfach mal unter Missverständnis verbucht für mich. Das, ich hatte neulich ein schönes Missverständnis. Meiner Tochter, ich bin Papa von zwei Kindern. Ja, ich bin jetzt seit über 18 Jahren mit meiner Frau zusammen und wir haben schon zweimal gebumst. Ja, ist eine gute Quote, glaube ich, für 18 Jahre, für viele. Ich hatte ein sehr schönes Missverständnis und zwar sollte das erste Mal die Babysitterin auf die Dreijährige aufpassen. Und meine Frau meinte zu mir, kannst du das bitte der Kleinen erzählen? Und ich habe gesagt, ja klar, kann ich dir davon erzählen. Und bin ich zu ihr gegangen, meinst du, pass mal auf, Schatz, die Clarissa passt heute Abend auf dich auf. Und ihre Kindergärtnerin heißt Larissa. Und sie so, die Larissa aus dem Kindergarten? Und ich so, ach so, nee, die heute kommt, das ist die Clarissa. Clarissa. Clarissa mit einem C vorne. Ah, okay. Ist sie so etwas irritiert in ihr Zimmer gegangen. Und ich dachte, ich habe meinen Teil erledigt. Wunderbar. Dann kam irgendwann nachmittags meine Frau zurück und meine Kleine, wie von der Tarantel gestochen, zur Tür gerannt. Völlig aufgelöst. Aber die Clarissa soll nicht auf mich aufpassen. Und meine Frau meint, wieso nicht? Die ist ganz, ganz liebe. Nein, ich habe Angst vor dir. Brauchst du nicht? Doch. Der Papa hat gesagt, dass die kaputte Füße hat. Und meine Frau guckt mich an und meint, was hast du denn gesagt? Und ich so, hab ich nicht. Hab ich nicht gesagt. Ja, was hast du denn gesagt? Ja, was hab ich gesagt? Ich hab gesagt, die Clarissa kommt heute Abend. Clarissa. Clarissa. Mit einem C vorne. Das war, da hab ich wirklich... Leute, ich habe gedacht, da muss der erstmal drauf kommen. Was hat die erwartet, wer da gleich reinkommt? Hallo, ich bin die Clarissa. Lass dich nicht irritieren, ich habe nur einen Zeh, aber der kann alles. Ich werde dich damit füttern und abputzen. Ihr zwei werdet euch gut verstehen. Okay, Leute, zu anstrengend für mich. Es ist sehr schön hier bei euch gewesen. Vielen Dank. Mein Name ist Jan van Weyde. Dankeschön. Schön. Ich freue mich, den Abend mit Erwachsenen zu verbringen. Ich habe zwei kleine Kinder und war lange Jahre zu Hause. Also 2 Jahre freiwillig und 2 Jahre Corona. Ich habe etwa 12.000 Mal vorgelesen, Conny geht verloren. Und ich will nicht zu viel verraten, aber sie finden sie jedes Mal wieder. Jetzt habe ich einfach die letzten 4 Seiten rausgerissen. Da bleibt es spannend. Ich habe mich früher mal gefragt, warum die in so Serien, so Desperate Housewives und so, warum die mal schon mittags Chardonnay trinken. Conny G. verloren. Conny ist eine kleine, blöde Streberin, die mit ihrer 100% heteronormativen Mittelschichtsfamilie in einer ultralangweiligen Vorstadt wohnt und ständig schwimmen lernt oder Pizza backt oder Tschüss, Kaka, in die Kloschüssel ruft. Wir haben ein Hörbuch von Conny geschenkt bekommen, herzlichen Dank. Und an der einen Stelle kommen die Kinder zur Mutter gelaufen und rufen, Mama, Mama, können wir einen Film gucken und dabei Chips und Flips essen, wie bei Oma? Auf gar keinen Fall, lacht die Mutter. Aber ihr könnt mir helfen, Gemüsesticks fürs Abendessen zu schneiden. Und die Kinder so, au ja, juhu. Die Folge heißt, glaube ich, Conny bekommt Ritalin. In Connys Welt ist niemand schwarz oder schwul oder arm oder Moslem. Connys Eltern haben keinerlei Bedürfnisse und sind nie müde oder genervt. Nie, nie, nie! Ich stelle mir immer vor, dass Connys Eltern nachts heimlich in den schaltigen Keller gehen und dort zum Ausgleich eine geheime Inzestfamilie foltern. Conny findet eine Stahltür. Wenn Connys Titelmelodie erklingt, möchte ich meinen Kopf sofort aufs Pflaster schlagen.
Ja, das ist Conny. Conny mit der Schleife im Haar. Wie bitte? Ja? Schleife oder Scheiße? Es sollte ein Rätsel bleiben. Auf Twitter gibt es den heilsamen Hashtag DarkConny. Aha. Wo sich entnervte Eltern den Hass von der Seele schreiben und lauter coole Folgen erfinden, die es eigentlich geben müsste. Conny hat Chlamydien. Nein, nein, lehrreich für später. Conny datet einen Syrer. Oder ganz krass, Conny schafft die Zehnte nicht. Oh, Leute. Neulich waren wir auf einem neuen Spielplatz. Es war Mittwochvormittag und außer mir waren nur Mütter da. Klar, die Väter haben alle richtige Jobs, ist natürlich klar. Ne? Und ich saß da so auf der Bank mit meinem Handybuch, Strickzeug, gar nichts. Ich war einfach nur im Moment. Namaste. Und drei Mütter kamen auf mich zu und so, hallo? Ach so, aha. Und sie fragten mich, welches denn mein Kind sei und ich war nervös und wollte die Situation mit Humor so ein bisschen auflockern und habe gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden. Ich saß dann viel allein. Dann hatte meine Tochter zum ersten Mal Husten und wir bekamen vom Kinderarzt eine Flasche Hustensaft verschrieben. Eine Ratiofarm, morgens, mittags, abends, natürliches Himbeeraroma. Aber die Verabreichung war gar nicht so einfach. Am Ende war überall Saft, außer im Kind. Ich habe gedacht, Florian, machst du einen Schritt auf die anderen Mütter zu? Vielleicht haben die einen Tipp für dich mit dem Hustensaft. Mhm. Birte sagte, also ich weiß auch nicht. Der Noah, der nimmt den einfach so mit dem Löffel. Klar, habe ich gedacht, Noah ist anderthalb. Läuft nicht, krabbelt nicht, sitzt immer nur auf seinem fetten Windelarsch und isst Sand. Für den ist ein Löffel mit Himbeeraroma das Highlight des Tages. Elke sagt, nee, also Ratiofarm machen wir gar nicht, wir machen Zwiebelsäckchen. Hab ich gleich probiert zu Hause, schnippi schnipp. Ergebnis, die Wohnung stinkt wie eine Dönerbude, Kind hustet immer noch, nein. Annika sagt, also wir haben total gute Erfahrungen gemacht mit homöopathischer Kinderarznei. Aha. Arznei, ja, okay. Ja, und bei Husten sofort Bronchobini Globuli. Echt? Ich dachte, euer Kind darf keinen Zucker. Sie schaut mich ein bisschen schwül an und mir wird auch gleich ganz dumpfig und aus Reflex vermutlich. Stelle ich ihr die Gretchenfrage. Nun, wie hast du es mit der Impferei? Kennst du, kommt eine Frau zum Arzt. Herr Doktor, muss ich eigentlich alle meine Kinder impfen? Ah, nee, Quatsch, sagt der Arzt. Bloß die, die sie behalten wollen. Echt Hammer, ist so. Nee, sagt Annika, wir impfen gar nicht, wir machen das mit Kurkuma. Ach so. Aha. Aber ist das nicht wahnsinnig schwierig, habe ich gefragt? Ich meine, wenn das Kind erstmal Polio hat, so ein Curry durch den Strohhalm, so... Oh, Florian, sagt Annika, Polio gibt's ja gar nicht mehr. Ja, hast dich mal gefragt, warum? Das ist irgendwie ausgestorben. Kommt ihr am Wochenende auch zu unserer Masernparty? Ja, meine Nummer ist 110. Aber Impfen ist gefährlich, sagt Annika. Und sie hat recht, es gibt Nebenwirkungen. Ja? Durchgeimpfte Kinder erkranken statistisch viel häufiger an Altersdemenz. Denken Sie mal drüber nach. Und ganz egal, ob Polio, Mumps, Masern, Röteln, Diphtherie, HPV, Tetanus, Keuchhusten, Impfen verschärft eine ganze Reihe ganz akuter Probleme. Wohnungsnot, Rentenloch, Überbevölkerung, Klimakrise. Ja. Und deswegen bin ich auch gegen den Begriff Impfgegner so negativ. Warum nicht einfach mal einen positiven Begriff finden? Nicht Impfgegner, sondern... Bevölkerungsrückgangsbefürworter. Ja, nur die Harten kommen in den Garten. Ne? Also zu Besuch, die Schwachen, die liegen da schon. Es gibt einfach zwei Dinge, die werden nicht alt. Witze über Bevölkerungsrückgangsbefürworter und Bevölkerungsrückgangsbefürworter. Namaste. Vielen Dank. Joggen und Bewegung, das ist wichtig. Ich mache das auch nicht gerne, aber ich mach's. Mein Motto ist klar: Je gesünder ich am Tag lebe, desto mehr kann ich abends rauchen und trinken. Und genau, daran merkt man, wie hier beim MDR,
Ja, wir haben auch einen Bildungsauftrag, aber den möchten wir auf möglichst humoristische Weise transportieren. Joggen ist für mich das Schlimmste auf der Welt. Es gibt nichts Schlimmeres. Was ist? Joggen ist das langweilig. Du kannst nichts machen. Du bist einfach nur, du kannst nicht irgendwie, weiß ich nicht, Fernsehen gucken oder was essen dabei oder dich unterhalten. Du bewegst dich, da passiert auch nichts. Du läufst einfach etwas schneller, als du gehst. Es passiert nichts, wenn du mit dem Auto fährst, Autobahn. Ständig ist irgendwas, du bist so links, oh, guck mal, krass, Unfall. Oh, guck mal, da hat sich einer überschlagen. Boah, da hätten wir rausgemusst. Es ist immer, und beim Laufen sagen wir so, krass, in 5 Minuten ist der Baum größer. Das ist alles. Es passiert einfach gar nichts. Du kannst einfach die pure Lang. Was ist Joggen runtergebrochen auf das, was es ist? Man läuft weg von nichts. Kein Mensch ist hinter einem her. Man könnte problemlos gehen, aber wir laufen, damit wir schneller am Ziel sind, was unser Zuhause ist, wo wir losgelaufen sind. Ja, wenn das Ziel ist, dann bleib doch zu Hause. Dann, es gibt keinen schnelleren Weg nach Hause, als das Haus nicht zu verlassen. Und dann laufen, du kannst auch nicht einfach so loslaufen. Ich kann nicht so einfach laufen. Da denken direkt alle, wo ist die Polizei? Der haut ab, der hat Scheiße gebaut. Du brauchst Funktionskleidung, Unterwäsche, Funktionshemden, du brauchst eine Watch, die dir zeigt, dass du noch lebst. Du brauchst Laufschuhe. Du brauchst Funktionshose. Ich bin letztens im Carshop irgendwie stand so, Funktionshose? Ich so, was soll das sein? Ja, das ist fürs Laufen. Ich so, ach so, die funktioniert alleine. Dann kann ich da rein pennen und die läuft, oder? Das hier ist auch eine Funktionshose. Man sieht meinen Pimmel nicht. Funktioniert. Mann. Dann kleiden sie sich ein und dann laufen sie. Laufen einfach durch die Gegend. Weiß ich nicht. Manche laufen richtig lang, manche laufen Marathon. Das sind 42 Kilometer. Die laufen 42 Kilometer von zu Hause weg, wie so bockige Kinder. Ich komme nie wieder. Aber zurück mit der Bahn. So doll sind sie ja nicht. Ich weiß nicht. Ich gehe nicht joggen. Ich werde nie in meinem Leben joggen gehen. Ich habe Angst davor. Ich will das. Nee. Nicht, weil es langweilig ist oder anstrengend oder irgendwie so. Ich gehe nicht joggen, weil ich viel zu oft in meinem Leben in den Nachrichten gehört habe, Jogger findet Leiche und da habe ich keinen Bock drauf. Es sind immer die Jogger. Du siehst nie was anderes. Es ist immer so, Jogger entdeckt Leiche. Jogger hat schon wieder eine Leiche entdeckt. Noch nie in den Nachrichten so faules Stück Scheiße auf der Couch entdeckt Leiche. Immer der fleißige Jogger. In Köln, ich komme aus Köln, in Köln im Durchschnitt 2-mal die Woche findet ein Jogger eine Leiche. Ich habe manchmal das Gefühl, die finden die gar nicht, sondern das ist so ein Geocaching für Leichen. Irgendeiner sammelt die ein, verteilt die, dann stehen sie da, so, ich habe sie jetzt verteilt, dann los, letzte Woche, der Jürgen hat 6, haltet euch ran. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich wäre so ein Jogger, ich will einfach nur nach Hause. Ich will einfach nur was für die Gesundheit tun, Gelenke tun weh. Ich sehe wahrscheinlich meine Haustür, freue mich schon auf Kaffee irgendwie und dann mittendrin so ein Arm aus dem Busch und ich so, oh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Polizei anrufen, so, ja, hier ist eine Leiche. Ja, ich war das nicht. Der war schon tot. Der hat keinen Puls und kein Bargeld hat er auch nicht. Ja, der. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich umgucken. Wenn da so ein Arm rausguckt, so leicht blau, blass. Ich glaube, ich würde mich umgucken, ob das irgendeiner gesehen hat. Und dann würde ich den Arm einfach so in den Busch zurückscharen. So ganz tief rein. So weiter, einfach richtig tief. Und dann gehe ich nach Hause und irgendwie so 4 Wochen später, Jogger entdeckt gleich und ich so, eigentlich? Dann habe ich den zuerst gefunden. Ey Leute, vielen Dank Leipzig, bleibt gesund, ciao. Ist schon gut. Hallo, mein Name ist David Stockenreitner. Ich habe eine Gehbehinderung von Geburt an. Das heißt, die Behinderung ist echt. Ist ein Original. Ist ein Billigimitat wie eine Sportverletzung zum Beispiel. Sportverletzung ist keine Behinderung. Sportverletzung heißt höchstens, dass du scheiße im Sport bist. Und zwar so scheiße, dass dir dein Körper unmissverständlich zu verstehen gibt, dass er nie wieder Sport machen will. Also eine Behinderung hat man entweder von Geburt an oder gar nicht. Alles andere ist Cultural Appropriation. Deshalb rufe ich torkelnden Betrunkenen auf der Straße immer zu, My culture is not your costume. Ja, das Publikum hierin ist älter als das Publikum da draußen. Und die Besoffenen, die sind dann oft so irritiert, dass sie hinfallen. Hat sonst noch jemand Probleme mit seiner mentalen Gesundheit oder bin ich hier der Einzige?
Also wenn ihr mentale Probleme habt, dann bitte redet drüber. Also nicht jetzt, weil jetzt rede ich. Aber so im Allgemeinen ist es wichtig, dass man über mentale Gesundheit redet. Das weiß ich aus einer C&A-Werbung. Ja, das war so eine Werbung eben, die war schwarz-weiß, damit die Zuschauer gleich checken, jetzt wird's ernst. Und dann ist so ein Typ vor der Kamera gesessen, der hat frontal in die Kamera gestarrt und hat gesagt, ich war 20 Jahre lang Fußballprofi, dann bin ich in eine psychische Krise gestürzt, musste aufgrund dessen meine Fußballkarriere beenden und das war sehr schwierig für mich. Also, wenn ihr psychische Probleme habt, dann sucht euch professionelle Hilfe. Dann kam das C&A-Logo und dann war der Werbespot aus. Und das wirft natürlich Fragen auf. Allen voran die Frage, Weil ich meine, C&A ist ein Bekleidungsgeschäft und von Klamotten ist in dem Werbespot kein Wort gesagt worden. Also wenn sie wenigstens ein bisschen eine Verbindung hergestellt hätten zu ihrer Marke. Und deshalb habe ich mir die Freiheit genommen und dem C&A einen Verbesserungsvorschlag unterbreitet. Ich habe denen geschrieben, also meine Idee wäre gleiches Setup, schwarz-weiß, weil traurig. Professioneller Fußballer sitzt vor der Kamera, sagt, ich war 20 Jahre lang Profifußballer, danach bin ich in eine psychische Krise gestürzt. Das war sehr hart für mich. Bis ich die T-Shirts vom C&A entdeckt habe. Die ersetzen zwar keine Therapie, aber dafür trocknen sie deine Tränen besser. C&A hat das ausprobiert an den Kindern, die diese T-Shirts fertigen. Und das sind kleine Kinderarbeiter, die kein sauberes Wasser haben. Das heißt, deren Tränen sind dickflüssiger. Oh, da merkt man, dass ich in Deutschland bin und nicht in Österreich. Aber ist gut, ihr könnt ja nichts dafür. Naja, auf jeden Fall, bevor ich hier verschwinde, möchte ich noch fragen, gibt es hier herin zufällig Männer, die gerne nachts Frauen auf der Straße verfolgen? Bitte mal klatschen. Das ist interessant, die melden sich nie. Also verstehe ich schon auch irgendwie, weil Stalking ist ja eine stille Beschäftigung. Aber falls wir heute Männer herin haben, die gerne Frauen stalken, könnt ihr das bitte lassen. Also wenn schon nicht der Frauen wegen, dann wenigstens mir zuliebe. Weil immer wenn ich zufällig einer Frau auf der Straße nachgehe, weil wir zufällig denselben Weg haben, drehen sie sich ängstlich um. Und ich verstehe es ja auch. Ich meine, die hört hinter ihr diesen Schrittrhythmus, der auch noch relativ unregelmäßig ist, weil ich ja so hinke. Das heißt, ich bin weltweit so ziemlich der einzige Mensch, der es schafft, im Fünfvierteltakt zu gehen. Das ist richtig jazzig. Und das, was ich mache, ist ja im Prinzip eigentlich kein Gehen, sondern ein Nachvorfallen und mich im letzten Moment wieder auffangen. Also jeder Schritt, den ich mache, bedeutet im Prinzip, dass ich diesmal noch Glück gehabt habe. Und so ein Gangbild bringt einen auch aus der Puste und dann hört mich die Frau hinter sich atmen. So. Natürlich glaubt die, hinter ihr steht Jack the Ripper mit Long Covid. Ich meine, das ist doch völlig verständlich. Und dann dreht sie sich um und sagt und schaut mich so an und ich sage, ich will nichts von dir, ist okay. Wenn du willst, kannst du ruhig die Straßenseite wechseln, weil ich tue mir mit Bordsteinkanten so schwer. Und neulich habe ich angefangen, Physiotherapie zu machen, um mein Gangbild etwas zu verbessern. Ganz schlechte Idee, weil das hat nämlich meine Beziehung zu Frauen verschlimmert. Weil jetzt, wenn ich hinter einer hergehe, dreht sie sich um und das Einzige, was mir einfällt, ist, keine Angst, ich tue dir nichts, weil ich bin jetzt in Therapie. Mein Name ist David Stockner, ich habe euch sehr lieb, danke sehr. Sprache ist ja im Wandel begriffen. Ja, es gibt ja immer wieder neue Begriffe oder manche werden überwunden. Wie eben zum Beispiel Flüchtling zum Beispiel. Ja, der Begriff Flüchtling ist überwunden. Es ist jetzt ein Geflüchteter,
Aber zum Beispiel der Lehrling ist ja jetzt nicht automatisch ein Gelehrter. Also man muss da immer dranbleiben. Das sind oft ganz schmale Grate. Ja, also ich orientiere mich da immer an den neuesten Strömungen. Zum Beispiel bei den Begriffen Moslems und Muslime. Ich habe immer gedacht, ja, die sind identisch, kann man beide verwenden. Aber wenn man sich erkundigt, da in gewissen Foren, dann merkt man, der eine Begriff ist historisch belastet und es ist automatisch charmanter oder netter, wenn man nicht von Moslems spricht, sondern von Muslimen. Kann man sich ganz leicht merken. Es sind keine Moslems, sondern Muslime. Man muss sich aber auch merken, bei den Christen heißt es nach wie vor Christen und nicht Christine. Ja? Wichtiges Detail. Plastischer ist es beim Terminus Bulle. Das hat ja jeder schon mal irgendwie gedacht oder verwendet oder gesagt, ah, hier, Bulle. Das ist im Prinzip auch okay. Jedoch, wenn ich sage, der Bulle, dann grenze ich ja automatisch die weibliche Polizistin aus. Ja? Die weibliche Polizistin, die Bache. Ja? Also wenn ich mich politisch korrekt artikulieren wollte, dann müsste ich sagen, das Bullenschwein und die Bachensau. Ja? So wäre es höflich. Und das ist also ein permanenter Entwicklungsprozess. Manchmal muss man aber auch sagen, dass sich die Sprache natürlich eigentlich auch schon wieder zurückentwickelt oder anders weiterentwickelt durch die Technologisierung. Ja, also durch diese ganzen Emojis, durch diese Smileys. Und da gibt es jetzt auch schon die Memojis, also so ein Emoji aus dem eigenen Gesicht. Ja, das ist so wie bei den Hieroglyphen früher. Damit kann man ja auch ganz kompakte Geschichten erzählen. Ja, also zum Beispiel hier so ein Emoji, also angenommen, ich sag mal Buch, Peitsche und Kackhaufen. Das bedeutet, Scheiße, ich muss zur Schule. Ja? Oder eben angenommen so ein Memoji vom eigenen Gesicht. Ne? Dann dazu eine Hand, ein Herz und eine Uhr. Das bedeutet, ich muss sofort onanieren. Ja? Und der Olaf ist ein Frechdachs. Ja. Ich habe nichts zum Lesen dabei, aber der Tisch ist von elementarer Wichtigkeit. Es freut mich sehr, Sie hier zu sehen. Ich habe natürlich lange überlegt, ich weiß ja, um welche Uhrzeit ich auftrete. Womit kann ich Ihnen maximal auf die Fackel gehen? Noch zum Schluss hin. Das ist ja auch wichtig, dass Sie Feierabend haben wollen. Und ich habe lange überlegt, ich wollte auch das 9-Euro-Ticket machen, aber ich habe mir jetzt ein ICE gekauft, von daher wäre das mega unpassend. Dann habe ich, das ist überhaupt nicht wahr, ich habe tatsächlich, habe ich schon ein bisschen geguckt. Also ich habe einen Mustang, der verbraucht sehr viel Benzin und da habe ich mir gedacht, dann spare ich das und habe eine Gasanlage eingebaut. Das ist ein völlig anderes Problem, an dem ich gerade arbeite, das erzähle ich Ihnen aber auch nicht. Eigentlich hatte ich was vorbereitet über SUVs, weil das widerwärtige Autos sind. Diese Gigantomanie des typischen kleinen deutschen Mannes, weißt du? Mit so einem Braunkohlebagger und Allrad da durch Gütersloh fahren. Da habe ich eine Hammernummer zu, aber ich habe halt auch einen Q5. Und deswegen lasse ich die auch komplett weg, habe ich mir überlegt. Und dann haben Sie Interessen, dass ich, kann ich Ihnen irgendwie entgegenkommen? Gendern, was halten Sie vom Gendern? Nur, dass ich es mal... Was ist denn? Was ist passiert? Stört Sie das sehr, das mit dem Gendern? Ist das schon eine Sache, wo Sie sagen, das greift in den persönlichen Wirkungsbereich ein? Ja? Ja? Was stört Sie am meisten, wenn ich fragen darf? Wirklich jetzt, interessiert mich. Weil, bitte? Das Innen. Ja, mich stört hier der Innenbereich am meisten heute tatsächlich. Aber das ist ein Witz, der sehr tief hing auch, ehrlich gesagt. Finden Sie es so schlimm? Fühlen Sie sich dadurch so? Weil es ja nur Sprache ist. Das ist ja genau das. Es ist ja letztendlich, ich mit Gender jetzt auch nicht. Ehrlich gesagt, aber nicht aus Bösartigkeit nicht, sondern weil ich jetzt nicht wüsste, wo. Weißt du, ich leite weder das Grünflächenamt in Hückeswagen, noch bin ich der CEO von Spotify. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ich sie jetzt angendern sollte, aber es ist, wie gesagt, nur Sprache. Verstehen Sie? Das ist, alle Leute so, gendern! Haben wir keine anderen Probleme? Doch, die Menüführung von Sky Go beispielsweise, weil du... Und da geht keiner dran, da traut sich einfach keiner dran. Das ist ein derartig heißes Eisen. Ich suche da seit Wochen diesen Boxerfilm mit Will Smith, weil ich noch mal sehen will, wie er zulangt. Aber das wird so spät gesendet, dass sie es noch kapieren weiter. Ich habe tatsächlich, ist schön, wenn man Zeit hat. Ich habe, also beim Gendern ist es ganz klar, tatsächlich, Sie wissen, wofür es ist, oder? Ich wollte nur, dass mal Ruhe reinkommt. Es ist einfach letztendlich dieses Gendern, diese sehr geehrte BürgerInnen,
was keine elegante Lösung ist, aber eine schöne Idee. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass alle möglichen Leute keine spätbarocken Ansprache-Ungetüme gestalten müssen. Denn das soll ja alle inkludieren, was eine gute Sache ist. Sie sind ja auch alle inkludiert. Einige von ihnen sind komplett durchgegart. Und sie haben zauberhaft das rote Kleid an, ich wollte sie nur gesagt haben. Ich sehe das schon den ganzen Abend, sieht fantastisch aus. Sie sind alle hemmungslos underdressed, keine Ahnung, was mit ihnen los ist. Weiter, ich weiß es nicht, kann es Ihnen nicht sagen, das sieht fantastisch aus. Es ist toll. In 30 Sekunden fliegt die Tür auf und Chris de Burgh kommt rein. In die Zeit würde ich gerne nutzen, um Ihnen zu sagen, es ist fantastisch, wirklich. Ich versuche, gut Wetter zu machen. Mit dem Gendern wissen Sie, das ist so. Es gibt Frauen. Dann gibt es Männer, hier geboren im Körper eines Mannes, oder so wie ich, Männer geboren im Körper von zwei Männern. Und dann gibt es... It's the truth. Und dann gibt es nicht-binäre Leute. Also Sie wissen schon, Menschen, die machen, wie sie wollen. Die gibt es auch, die erkennen Sie oft gar nicht, aber Sie werden drüber wegkommen. Und das ist tatsächlich... Es wird versucht, diese Menschen alle mitzubegrüßen, verstehen Sie? Also natürlich könnte ich sie jetzt auch alle angendern. Ich kann auch sagen, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe nicht-binäre Peoples. Und damit ist alles drin, die Zeit nehme ich mir einfach. Egal, ob hier Luft drin ist oder nicht. Und dann, das ist eben das. Es gibt keinen Grund, sich darüber aufzuregen, weil die deutsche Sprache so viel kann. Wenn Sie sich über was aufregen wollen, dann ist es die persönliche Ansprache, sehr geehrte Damen und Herren. Finden Sie nicht? Wie viele Herren kennen Sie konkret? Jetzt wirklich Herren, nicht so, der besitzt ein Stück Land, Herren. Wo Sie wirklich sagen, hier der Ronny, wie der morgens auf seinem Lipizzaner zum Pennymarkt reitet, das sind so majestätische Bilder. In seinen oberschenkelhohen, gewienerten Schaftstiefeln, da geht mir das Herz auf. Und nicht nur das, weißt du? So ein Herr, der im Aldi mit so einem Ledersäckchen voller Münzen zahlt. Nimm mir dies, das dürfte reichen. So ein Herr. Keinen. Wir sind Typen. Wir sind nicht mal Herren. Wir sind Herren von nichts, oft nicht mal von uns selbst. Das ist hoffnungslos veraltet. Wir sind Typen. Also wir sind wirklich, ich meine das gar nicht böse, Typen. Typen. Wir zerfallen in drei Gruppen. In drei Drittel. Was ist bei drei Dritteln wahnsinnig häufig so. Wir haben tatsächlich fast immer, kann man sagen. Ja, ich lege mich fest, es sind immer drei Drittel. Es ist tatsächlich, wir haben drei, arbeiten Sie mit. Drei Drittel. Das erste Drittel sind toxische Flachwichser. Jeder kennt einen, der einen kennt. Einige sagen ho, ho, ho und andere bewegen sich gar nicht. Das wird Gründe haben. Toxische und weniger werden das eher nicht. In dieser Zeit ist es ja alles weiter. Obwohl, es wird alles besser, Sie merken es ja auch. Oder? Corona vorbei. Seitdem nicht mehr getestet wird, ist Corona vorbei. Ich freue mich so. Wenn nächste Woche die Zahnärzte zumachen, stirbt auch Karies aus. Ich habe auch keinen Bock mehr zu putzen, das wird sensationell. Jedenfalls gibt es diese eine Gruppe. Toxische Flachwichser. Dann gibt es die eine große Gruppe, das sind wir. Wir sind Typen. So normale Typen. Wir meinen es gut, wir machen wenig kaputt, Typen. Typen, so Leute, die sagen, die Hose ist noch gut. Warum sollte ich mit der Hose, was soll mit der Hose sein? Klar kann ich damit arbeiten gehen, die Hose ist gut. Die riecht nicht. Außen, die ist gut, das. Sie wissen schon, Typen. Typen, die irgendwo reinkommen und sagen, hör mal, ich mach mal so, denn lieber klopfe wie ein Schimpanse 5 Minuten auf die Tischplatte, statt dir 5 Leute nacheinander persönlich zu begrüßen. So weit ist es ja nicht. Und nur dafür brauchte ich diesen Tisch, nur dass ich es mal gesagt habe. Und die dritte Gruppe, ich kann es nicht ändern, Requisitenalarm. Die dritte Gruppe sind die mental Naturbelassenen. Also im Prinzip gute Menschen, aber dumm wie ein Eimer Knete. Hier so Leute, auch da kennt jeder einen, der einen kennt. Sie wissen schon, was ich meine. Die sagen, hier, ich kaufe mir eine seitlich aufknöpfbare Jogginghose, dann habe ich die schneller aus. Wo du selber auch sagst, ich finde, man sieht auf den Bildern schon sehr gut, dass die Knopfleiste nur bis hier geht. Alles, was du bekommen wirst, sind wehende Hosenbeine, du Pimmel, aber kauf! Es ist dein Geld, Enrico, niemand. Es ist nichts Schlimmes. Niemand reißt ihn zu Hause aus Laminat raus, es ist einfach nur Sprache. Die deutsche Sprache kann so viel. Da können wunderschöne Sätze wie Goethes, der Menschheit, ganzer Jammer, fasst mich an. Konfliktfrei existieren neben, das ist dem Uwe sein Schraubenzieher. Was oft gar nicht stimmt, das heißt Schraubendreher. Der hat sich den nur geliehen. Aber es sind Details. Ich will Sie nicht überfordern, es ist 3:30. Tatsächlich, alles geht. Wissen Sie, wir müssen nur ein bisschen aufpassen mit der Sprache. Es sind ja oft nur Kleinigkeiten.
Ist ja nur dieses sagen Sie das N-Wort nicht mehr. Ohne Spaß. Ich weiß, es ist im Osten noch ein bisschen verbreitet und wer bin ich, Ihnen das zu sagen, aber ich höre es auch noch ab und zu, ist nicht schön. Die Menschen, Sie wissen schon, N-Wort, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Ich sage auch das Z-Wort nicht mehr, das muss ich Ihnen erklären. Mit Z. Herumreisen, nur osteuropäische Leute. Der Z, die Z-Leute. Also, die, verstehen Sie? Das ist beleidigend. Mir geht es jetzt weniger um die Leute natürlich, als vielmehr um das sehr flache, knusprige Gericht mit der fruchtigen Pustersoße, das ich nirgendwo mehr bestellen kann, weil ich das Wort nicht mehr sage. Und was auch richtig ist. Ich krieg's halt nur nicht mehr bestellt. Sie wissen, es steht wirklich 9 mal 4 Meter in meiner Pommesbude. Ich sage es nicht mehr. Und es ist auch richtig. Ich gehe jedes Mal rein und sage, hey, doch, was darf sein? Ich hätte gerne das Gericht mit Z. Tzatziki? Das wird mit T geschrieben. Tzatziki wird mit T geschrieben, wie du genau weißt, Costa. Und das ist genau, das ist eins der Kernprobleme, das wir haben. Und das ist, nämlich doch wieder Pommes, Currywurst, Mayo. Und das ist tatsächlich, könnte ich diese Nummer jetzt stundenlang noch aussickern lassen, bis sie nicht mehr können, aber das ist auch schon 5 Minuten her. Von daher, war schön mit Ihnen. Ich mache Urlaub und ich mache jetzt mal so. Dankeschön. Vielen Dank. Der Klimawandel, ja, es gibt ihn. Ich glaube, da sind sich ja wirklich alle einig. Man streitet manchmal so ein bisschen, wer ist nun dran schuld? Ja, also bin ich jetzt wirklich als Mensch dran schuld? Also ich habe eher so den Eindruck, also die wirklichen Schuldigen an der Klimaerwärmung, das sind ja eher die Kraftwerke, ja, also die Fabriken und die Flugzeuge. Und ich kann für mich behaupten, ich habe kein Kraftwerk. Ja, also Flugzeug habe ich auch nicht, also habe zumindest kein eigenes. Also ich teile mir eins mit meiner Frau. Und aber trotzdem muss man ja ganz klar feststellen, Umweltschutz ist wichtig. Ja? Ohne Umwelt, no future. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, ohne future, nicht mal Zukunft. Ja? Und wir hier sind uns dessen bewusst. Wir leisten deshalb natürlich auch einen Beitrag. Mit Stolz kann ich behaupten, dass heute alle Künstler, deren Namen ich hier eben auswendig aufgesagt habe, dass sie quasi ökologisch angereist sind, nachhaltig. Also gut, nachhaltig sind sie nicht angereist. Wenn man nachhaltig anreist, dann müsste man ja bleiben. Ja. Und das wollen wir nicht. Also sie sind alle gut auf der Bühne, auch, ne, so, aber insgesamt, ne, dann viele machen Krach und sie schmutzen. Also, aber wie gesagt, sie sind ökologisch angereist, ja, also entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Natürlich erst mit dem Taxi vom Flughafen, aber das geht halt nicht anders. Und auch ansonsten wird Nachhaltigkeit, wird Recycling bei uns großgeschrieben. Ja, das fängt wirklich bei den Witzen an. Die sind alle mehrfach wiederverwendet. Man sieht es auch am Bühnenbild. Ja, das ist nur wirklich komplett vom Sperrmüll. Alles ist nachhaltig. Ja, hier der Polunder, der war vor ein paar Tagen noch ein Tetrapack. Also jeder muss einen Beitrag leisten. Und da nehme ich jetzt aber auch die gute alte Mutter Erde auch nicht raus. Ja, ich meine, die gibt es seit 8 Milliarden Jahren. Was hat die erlebt? Die hier Vulkane, Erdbeben, Hagel, ja, dann stellenweise Sturm, Niederschläge, alles so. Und dann ist mal 200 Jahre, da ist mal ein bisschen Industrie, da stehen mal ein paar Fabriken rum und plötzlich, ich kann nicht mehr. Ich darf Ihnen verraten, ich habe einen neuen Fetisch. Ich schmier mir erst am ganzen Körper Superkleber hin und klebe mich dann an einen Klimaaktivisten. Ja. Am besten an einen, der selbst schon wo klebt. Ich persönlich mag es sehr, mich irgendwo hinzukleben. Das entschleunigt. Sehr wichtig heutzutage, wo alles so schnell geht. Erinnern Sie sich an den Film Goodbye Lenin, wo diese Frau im Koma liegt und den Mauerfall verschläft? Genau das ist bei mir letztens passiert. Mein Mann hat wieder mal die ganze Nacht gesoffen und bis Mittag seinen Rausch ausgeschlafen. In der Zwischenzeit hat Olaf Scholz 3 Zeitenwenden ausgerufen. Ich dachte, wenn mein Mann jetzt aufwacht, der findet sich in dieser Welt ja gar nicht mehr zurecht. Besser wäre es, ich drück ihm gleich das Kissen aufs Gesicht. Ja, es geht alles so schnell heutzutage. Wahnsinn, sogar zwischen Zwillingen herrscht oft ein Generationenkonflikt. Frauen in der Menopause sperrt man weg in Wechselstuben. Und für die Jüngsten bei Fridays for Future ist Greta Thunberg nur mehr ein alter, weißer Mann. Oder aber wir stecken alle in einer Zeitschleife fest.
ausgelöst durch Olaf Scholz. Der hat ein Loch ins Zeitkontinuum gezaudert, das wir jetzt mit Haubitzen zubomben müssen. Ja, ich habe bei mir daheim jetzt Ukraine aufgenommen. Nicht, um damit anzugeben, ich habe es wirklich gern gemacht. Es war mir ein willkommener Anlass, endlich die Syrer rauszuhauen. Die waren natürlich stocksauer. Ja. Was, warum müssen wir jetzt raus? Packt die Ukraine doch in den Putzraum. Habe ich gesagt, seid ihr wahnsinnig, in den Putzraum? Da verstecke ich Ungeimpfte. Aber Sie kennen mich, oder? Ich und mein weiches Herz. Ja, jetzt wohnen wir eben alle zusammen und es ist okay. Es ist okay. Es ist, ich sag's Ihnen, diese Ukrainer, mit denen stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, das sind Russen. Oligarchen auf der Flucht. Aber wie soll ich das unterscheiden? Das kann nicht mal Franziska Giffey. Na, Berlins Bürgermeisterstück, die ist ja beim Videotelefonieren auf diesen falschen Klitschko reingefallen. Dahinter steckte aber ein Komiker-Duo, das für Scherzanrufe bekannt ist. Nichts anderes sind die Klitschkos auch, oder? Ich meine, die haben versucht, uns einzureden, in Milchschnitten sei echte Milch. Wie soll man denen noch vertrauen? Wenn am Bildschirm ein Klitschko, ja? Wenn am Bildschirm ein Klitschko auftaucht, da denke ich immer, das ist Werbung. Dabei sind es jetzt Nachrichten. Ich kenne mich oft überhaupt nicht mehr aus. Ja, neulich habe ich bei einer Demo gelesen, Putin, go home. Was? Er ist zu Hause. Das ist ja sein Problem. Alle anderen waren schon in Kiew. Scholz, Macron, Johnson, sogar Annalena Baerbock. Sogar die Baerbock hat es irgendwie in die Hauptstadt geschafft. Ja? Nur nicht Putin. Jetzt kommt auch noch der Papst. Na, den braucht man an der Front. Pazifist, schwer zu Fuß, sieht aus wie eine weiße Flagge. Gewünscht haben die sich Panzer, kriegen tun sie das Papamobil. Das feuert aber nicht Raketen ab, um Russen zu vertreiben. Nein, da spielt Eiswagenmelodien, um Kinder anzulocken. Ah. Na wirklich, mir tut er irrsinnig leid. Der Selenskyj, ich weiß genau, wie sich der Selenskyj jetzt fühlt. Überall Geschrei, Gestank, man hat Tage nicht geduscht, das Blut steht einem bis zum Hals und dann kommt auch noch dauernd Besuch. Ich kenne das aus dem Wochenbett. Zumindest muss die Ukraine nächstes Jahr nicht den Song Contest ausrichten. Ja, ich sag's Ihnen, das wäre ein Flop geworden. Genau wie damals die Olympischen Winterspiele in Russland 1942. Das war ein Wahnsinn, die haben beim Biathlon alle aufeinander geschossen. Naja, egal, bis dahin ist der Krieg sicher vorbei. Weil derzeit schaut es gut aus. Ja? Russische Truppen ziehen sich von der Schlangeninsel zurück. Und die Punker stoßen weiter auf Sylt vor. Bald haben sie die ganze Insel besetzt. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn alles, was die wollen, ist sitzen. Manche wollen sogar nur liegen. Der Sylter Bürgermeister fordert dennoch schwere Waffen. Das heißt, bald kommt die nächste Flüchtlingswelle. Und wenn Sie glauben, die Syrer waren schwierig, dann warten Sie erst auf die Sylter. Ja. Wenn die alle rüber machen, zu uns, in den Osten. Das wird wie damals mit der Treuhand. Die kommen ja an mit ihren Badetaschen voll Geld. Für den Preis eines Strandkorbs kriegen die hier Bautzen. Ja? Na, ganz sicher, ich sag's Ihnen, die saufen erst alle unseren Rotkäppchen-Sekt, fressen dazu im Leipziger Zoo alle Krustentiere auf und dann spielen sie Polo auf zugerittenen Sorben. Westerland, lassen Sie sich von dem Namen nicht täuschen. Das sind keine Wessis. Viel schlimmer. Das sind Nordis. So einen nehme ich sicher nicht auf. Ja? Ich weiß ja überhaupt nicht, wie man so einen Sylter hält. Muss ich den mit Salzwasser abspritzen? Das sind ja Insulaner. Die fühlen sich am Festland nicht wohl. Die werden dauernd auf unseren Verkehrsinseln hocken. Oder auf Kochinseln, ja, da muss man sie dann runterkäschern. Wir können nur hoffen, die Sylter ziehen irgendwann zum Leichen den Fluss hinauf, rüber nach Tschechien, ins Riesengebirge. Da kommen sie dann an mit Moin Moin, was im Tschechischen so viel bedeutet wie deine Mutter riecht wie eine alte Schwimmnudel. So viel dazu, vielen lieben Dank.
Danke sehr. Sehr freundlich. Danke sehr. Ich finde das sehr schön, dass fast alle geklatscht haben. Bis auf die Herrschaften hier. Das war nicht so. Alle klatschen so und sie so, nein. Ist okay. Ja, vielen Dank. Schön, euch alle zu sehen. Ich komme mit einer Frage zu euch, weil ich bin komplett überfordert. Ich bin wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich bin Papa geworden im Lockdown. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke. Und wir haben jetzt eine kleine Tochter, Anna, glaube ich, heißt sie. Und hier ist das Ding, hier ist das Ding. Ich bin jetzt 34, so, meine Tochter noch nicht. Und das Ding ist, ich weiß nicht, was ich meiner Tochter mal erzählen soll. Ja? Was ich der noch sagen soll, so wie es aktuell läuft. Ja? Wenn meine Tochter mal zu mir kommt und Abitur macht, ja? Hauptschule, wenn sie mal Hauptschule macht und mich fragt, so, hey Papa, das ist die Stimme von meiner Tochter, hey Papa. Hey Papa, wie wird hey Papa. Hey Papa, welche Note in der Abschlussprüfung wäre denn gut? Und ich habe Angst, dass ich sagen muss, okay, pass auf. Pass auf, Schatz. Seit 2022 gehen jedes Jahr 1 Million Menschen in Rente in Deutschland. Es kommen aber nur zwischen 200.000 und 400.000 junge Menschen in den Arbeitsmarkt nach. Das bedeutet, es müssen immer weniger junge Menschen immer mehr Rente für immer mehr alte Menschen erwirtschaften. Das bedeutet, das soziale Versprechen unseres Staates wird, bis du 18 bist, komplett kollabieren und wir werden uns einfach gegenseitig essen. Aber keine Angst, Schatz, es kommt noch schlimmer. Denn der Klimawandel wird bis Mitte des Jahrhunderts so weit fortgeschritten sein, dass du in Köln in einer Dachgeschosswohnung an einem Hitzetod stirbst. Aber keine Angst, Schatz! Es kommt noch schlimmer! Denn das Artensterben ist so weit fortgeschritten, dass die meisten Experten sagen, ah, fickt euch doch alle! Das ganze Ding wird vor die Wand laufen, wir sind alle am Arsch! Eine 3 wäre gut. Wir müssen uns ändern. Wir müssen uns ändern. Machen wir aber nicht. Machen wir aber nicht. Und ich glaube, wir können es auch nicht. Ich glaube, wir schaffen, weil ich habe im Lockdown was erfahren, was mir die Hoffnung komplett geraubt hat für die Menschheit. Komplett. Es ist durch. Es ist durch. An der Grenze von England zu Schottland haben sie eine alte römische Ruine entdeckt, okay? Und an der Wand von dieser Ruine waren so Wandmalereien. Und zwischen diesen uralten Wandmalereien war ein Pimmel. Vor 2000 Jahren standen da erwachsene Männer und haben einen Pimmel an die Wand gemalt und fanden das lustig. Und jetzt kommt das Deprimierende. Ich find's immer noch lustig. Es ist lustig. Es ist so lustig, wenn erwachsene Männer in Uniform auf Latein sagen, Machus Schwanzus an die Wandus.
Und jetzt kommt das Allerdeprimierendste. Der Archäologe, der das Dickpick an der Wand gefunden hat, war eine Frau. Das heißt, die kriegt nicht nur auf ihr Handy ständig Pimmelbilder, sondern findet sogar eins von einem Typen, der seit 2000 Jahren tot ist. Wir verändern uns nicht. Wie deprimierend muss das für die Frau sein, die irgendwie sagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese sexuelle Belästigung, ständig Pimmelbilder. Hinfort mit dem Handy, wirft's weg, trifft eine Taube, stirbt. Ich habe keinen Bock mehr auf sexuelle Belästigung im digitalen Raum. Ich schule jetzt um und gehe beruflich in Höhlen. Und dann geht die in eine 2000 Jahre alte Ruine. Guckt an die Wand. Ah! Steht noch oben drüber so, Brutus was hier. Stirbst du gerade? Ist alles okay? Stirbt hier jemand? Sollen wir den Eisprung kurz abwarten? Ist alles okay? Was ist das denn, ey? Was mich an dem Dickpick so fasziniert, ist die... Alter, das ist keine Lache, das ist einfach ein sehr altes parkendes Auto, was sich hier in diesem Saal versteckt. Irgendwo, was ist das hier? Leute, ich habe hier nur 6 Minuten. Ich kann hier jetzt keinen Tod verwalten im Publikum. Ich muss hier... Können wir bitte zusammenarbeiten jetzt? Geht das? Kann nicht sein. Meine Fresse, ey. Was ist das denn? Welches Ritual geht da schief? Ohne Scheiß, bei so einem Geräusch erwarte ich, dass ich reingucke und ich sehe einfach jemand mit so einem Ziegenkopf einfach so drin setzen, der einfach Geister beschwört. Ah! Die Geister des Ostens! What the fuck? What the fuck? Was ist das? Alter, wie viele... Wie viele Wombats hast du dabei, die du hier erwürgst? Was ist los? Was ist hier? Ich kann so nicht arbeiten! Ich kann so nicht arbeiten! Ich kann so nicht arbeiten! Hallo! Unverschämtheit! Unverschämtheit! Meine Güte, da kommst du einmal in den Osten. Was mich am Dickpick so fasziniert, was mich da so umhaut, ja, ist diese Selbstsicherheit, ja, diese Überzeugung, dass jemand, ein Mann, ein Bild von seinem eigenen Schniedel macht, das dann anguckt und sagt, ja. Und das dann wegschickt. Bin noch nie auf diese Idee, ich war noch nie in einer Situation, wo ich mir wirklich dachte, weißt du, was jetzt helfen würde? Ein Bild von meinem irrigierten Glied. Das könnte diese Gerichtsverhandlung rumreißen. Ich habe mal eins gemacht. Ich hab mal einen Dickpick gemacht. Ja, habe ich schon mal gemacht, aber... Ich hab's nicht weggeschickt, habe ich nicht gemacht. Ich hab das dann gemacht und dann so angeguckt und dann so, ei. Das ist nicht gut. Ich habe auch alle Filter ausprobiert, die es gibt. Das, so, Sternstaub oder Hundeohren, das bringt alles nichts, das ist alles deprimierend.
Mein Penis hat so wenig Ausstrahlung, den könntest du auf ein CDU-Plakat drucken. Ja. Vielen herzlichen Dank. Okay, bleibt gesund. Ich muss mal weg, weil sonst stirbt hier noch jemand. Dankeschön. Ich wende mich aber jetzt wirklich mal zuerst an die Zuschauer daheim, um Ihnen mitzuteilen, also es ist eine Aufzeichnung hier. Ja, also wir zeichnen im Juli auf. Vielleicht ist es für einige im Saal auch neu. Dann hat es einen Mehrwert. Ja, die Ausstrahlung oder ich weiß nicht, wann man das dann zu Hause schaut. Einige schauen es vielleicht erst im Dezember, ne? Gerade wenn man langsames Internet hat. Und wir wissen demzufolge natürlich nicht, wie jetzt der Herbst verlaufen ist. Ja, also gerade in koronistischer Hinsicht, also war jetzt eine Corona-Welle oder ein irgendwas. Ja, und ich möchte also, dass die Bevölkerung weiß, dass ich bereits im Juli den erhobenen Zeigefinger erhoben habe und mahne. Ja, man muss also schon jetzt natürlich überprüfen, welche Maßnahmen sind wirklich sinnvoll. Ja, und da gibt es ja zum Beispiel eben die Abstandsregeln. Ich halte die Abstandsregeln für sehr wichtig. Ja, also ich glaube jetzt nicht unbedingt gegen Corona, aber ich sage mal 1,5 Meter bei 180 auf der Autobahn, das kann Leben retten. Ja, also ich halte sogar manchmal 2 Meter. Genauso wichtig natürlich so etwas wie Homeoffice. Jetzt weiß man, klar, jetzt kann nicht jeder im Homeoffice arbeiten. Ja, also bei LKW-Fahrern ist das schwer, du kriegst den Truck nie ins Büro. Ja, und ganz schlecht wieder raus. Das Gleiche gilt für Lokführer, aber ich sag mal, der Schaffner kann im Homeoffice arbeiten. Ja? Na, warum sollte Bahnkunde nicht das Ticket dort bei ihm zu Hause abreißen lassen? Ja, also ich meine, wir sind ja eh einmal unterwegs. Ein ganz wichtiges Thema natürlich auch die Schulschließung. Ja, da gab es ja etliche Studien, die wirklich auch bewiesen haben, dass die Schüler stabile Abläufe brauchen, ja, an die sie gewöhnt sind. Und deshalb würde ich dafür plädieren, die Schulen viel eher zu schließen. Ja, also gleich nach den Ferien. Ja, also je länger die zu sind, desto besser können sich die Schüler daran gewöhnen. Ja, aber natürlich die Schulen auch nicht zu früh schließen, ja, sondern erst, wenn alle Schüler drin sind. Ja, und dann aber richtig. Ja, ich meine, die Eltern sollen ja auch was davon haben. Also Homeschooling ist bestimmt eine tolle Sache, solange das Schooling jetzt nicht bei mir at home stattfindet. Ja, also ich bin ja von Kindern betroffen und also das hat man, glaube ich, ganz schnell gemerkt, ja, das zu Hause zu beschulende Kind ist der ultimative Endgegner. Also ja, es gibt eben diese Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome, die Kinder können sich maximal 5 Minuten konzentrieren, ja, in der Zeit müssen sie aber auch 3-mal auf die Toilette. Und es gibt eben da diese unterschiedlichsten, wie sagt man denn, Niveause, ja, bei den Kindern. Also ich weiß nicht, ob es alles stimmt, aber ich habe wirklich Geschichten gehört, dass es Kinder gibt, die waren nicht in der Lage, den Eltern vor Beginn des Homeschoolings eine Flasche Bier aufzumachen. Ne? Dann wird der Unterricht natürlich ziemlich trocken. So. Und ich habe dann irgendwann auch keine Lust mehr gehabt, jetzt jedes einzelne Fach irgendwie so stumpf zu repetieren und das und dann das, sondern mein Schlüssel zum Erfolg war, die Fächer zu kombinieren. Ja, also durch die Querverweise wird der Unterricht wirklich für die Kinder auch interessanter. Ja, man begreift Dinge aus anderen Blickwinkeln und das kann ich nur empfehlen. Also große Erfolge bei der Zusammenlegung hatte ich zum Beispiel mit Mathe und Religion. Ja, also das Kind rechnet was aus und es glaubt, dass es stimmt. Ja. Ach, Corona, ey. Ich habe ein bisschen Angst vorm Winter, echt, ne, was da kommen wird, Lockdown oder nicht. Lockdown war für viele meiner Kollegen echt eine gute Sache. Die waren alle so kinderlos, so, Iljong, ey, Lockdown, ey, ich hab's genossen, ich hab 3 Soloprogramme geschrieben, Game of Thrones 10-mal durchgeguckt, weißt du, bis 5 Uhr nachmittags 3 Monate lang geschlafen, so. Und was hast du gemacht? Was hab ich gemacht, Kinder? Mit Kind und Kegel, weißt du, was ich gemacht hab? Und unfreiwilliges Studium zum Grundschullehrer habe ich gemacht. Ja, jetzt wird geklatscht. Jawohl. Jawohl. Ich bin jetzt Deutschlehrer, Englischlehrer und Mathelehrer, echt, falls ihr jemanden braucht. Ne? Und was ich bei uns zu Hause rumgebrüllt habe, ihr könnt euch das nicht vorstellen, echt. Das waren bei uns Zustände wie im nordkoreanischen Arbeitslager, echt. Wie viel ist 3 mal 3? 6. Heute gibt es kein Essen.
Ich habe so gebrüllt, dass selbst die Nachbarskinder ihre Hausaufgaben gemacht haben, echt. Die Eltern haben bei uns geklingelt. Vielen Dank, Herr Kim. Nur durch Sie hat Homeschooling funktioniert. Sie haben eine ganz tolle, sonore Stimme. Nichts zu danken! Aber ihr lacht, das war eine Zerreißprobe, ja, für unsere ganze Familie, weißt du? Also echt, ne? Aber wir haben gemerkt, nach 8 Monaten, das hat unsere Familie nur zusammengeschweißt, ja? Wir haben uns auch so neue, liebevolle Kosenamen gegeben. Also mein 11-Jähriger heißt jetzt iPad aus. Mein 6-Jähriger nur noch 5 Minuten. Und meine Frau, aber ich liebe über alles. Bitte, wie sie mich genannt haben, Schnauze. Aber das aus Liebe und Respekt. Aber wir lachen jetzt alle. Ich sag euch eins, Corona, wenn man so aussieht wie ich, das war schon eine ganz eigene Erfahrung, oder Leipzig? Wir erinnern uns, als es losging. Was waren wir alle sauer auf die Chinesen, oder? Was waren wir alle sauer auf die Chinesen? Die Chinesen. Müssen die auch alles fressen? Hätte da nicht auch ein leckeres Hühnchen gereicht, oder was? Ja, ihr lacht. Aber die Zeiten, wo ich mich an Karneval als Batman verkleiden kann, sind vorbei. Und ich liebe Batman und Fledermäuse. Aber jetzt mal ernsthaft, ich habe viele Freunde mit irgendeinem Asia-Background. Vietnamesisch, Japanisch, Chinesisch. Und ungelogen, jeder Leipzig, jeder hat eine Story zu erzählen, wo der in den letzten 2 Jahren auf der Straße blöd angemacht worden ist. Frei nach dem Motto, ey, pass mal auf, du bist in Schuld. Geh doch zurück da, wo du herkommst, du Penner. Und immer, wenn ich solche Storys höre, denke ich mir, hallo, geht's noch? Stop Asian Hate war ein Hashtag, der in den Social-Media-Kreisen in den letzten 2 Jahren die Runde gemacht hat, weil auf dem ganzen Planeten irgendein asiatischer Opa von hinten getreten worden ist, ja? Hollywood sollte ein Zeichen setzen mit Stop Asian Hate. Beispiel, alle fragen sich, wer wird der nächste Bond, oder? Daniel Craig hat keinen Bock mehr. Wird der nächste Bond schwarz? Wird er weiß? Ich frage mich, ey, Hollywood, warum castet ihr nicht einen asiatischen Darsteller? Diversität, wo ist da die Angst hinter? Meinst du, der erste chinesische James Bond ist 1,50 groß, oder was? Hallo, mein Name ist Bong. Also nee, cut, nee, müssen wir nochmal machen, müssen wir nochmal. Doch, ich bin Bong. Aber den Film mit James Bong würde ich mir anschauen, Alter. Der Filmtitel allein wäre schon so rassistisch. James Bong in süß-saurer Mission oder so, weißt du? Ganz, ganz schlecht. Der wird ja kein Jaguar fahren, sondern so ein Kia. Oder so, ja? Zum Auspuff würden so Stäbchen rausgeschossen kommen. Nein, meine Wurzeln sind aber nicht chinesisch, nein, meine sind koreanisch. Und sagt nichts, ich kenne es so von bildungsbürgerlichen Menschen, die sind immer ganz interessiert. So, kommen aus Korea, das ist ja ganz spannend. Kommen sie aus Nord- oder kommen sie aus Südkorea? Was ist das für eine bescheuerte Frage? Jetzt mal ernsthaft. Ist euch schon mal ein Nordkoreaner über den Weg gelaufen? Eher wird jetzt hier ein Einhorn kommen und Breakdance machen, verstehst du? Würde ich so labern, wie ich labere, wenn ich aus Nordkorea kommen würde? Ja, ich komme aus Nordkorea. Ich komme aus Pyongyang. Wir haben da alle so einen leicht rheinländischen Dialekt. Wir lieben Karneval über alles. Wir sind totale Jecken da. Der Kim Jong-un, ganz großer Blackface-Fan. Der singt jeden Tag, oh, oh, Katrin, ich habe mich verloren. Nein, meine Eltern kommen aus Südkorea und es ist eigentlich gerade echt eine gute Zeit, aus Südkorea zu kommen, oder? Ey, Südkorea ist popkulturell so weit vorne. Squid Game auf Netflix, die erfolgreichste Serie, alle haben es gesehen. Ja, Parasite war der erste fremdsprachige Film aus Südkorea, der den Oscar gewonnen hat. BTS, Boygroup aus Südkorea, alle kennen sie, alle Teenies auf der ganzen Welt wollen jetzt Koreanisch lernen. Also es ist echt eine Hammerzeit, gerade aus Korea zu kommen, bis die Frau von Gerhard Schröder gekommen ist. Die hat viel kaputt gemacht, die Yoko Ono. Seitdem sage ich auch, ich komme aus China. In diesem Sinne, Dankeschön. Haut rein, Leipzig. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Wenn ich jetzt mal so als Anwalt der Ostdeutschen sprechen darf, man hört ja immer wieder, ja, im Osten, die sind alle rechts. Also, ich sag mal so, es mag sein, dass im Osten mehr Menschen rechtsorientiert sind als in anderen Regionen des Landes, aber die Frage ist ja, warum? Ja? Also, why? Ja. Warum sind im Osten vielleicht mehr Menschen rechtsorientiert? Weil die sich im Westen nicht gekümmert haben. Na, logisch, oder? Ich meine, in 30 Jahren nur einmal Begrüßungsgeld. Puh, also. Also, ich.
da wirst du da automatisch zum Hitler. Ja? So. Aber es ist natürlich wichtig dann in einer pluralistischen Gesellschaft, dass man sich dann auch ganz klar abgrenzt. Ich tue das wirklich äußerst rigide. Also zum Beispiel, wenn bei mir daheim in Dresden, wenn ein Familienfest stattfindet, Geburtstag oder was man so feiert, Frohen Leichnam und so. Ich sage dann immer ganz stringent, wer hier rechtes oder wer hier rechtsradikales Gedankengut hat, der kommt bei mir zu Hause nicht rein. Und Weihnachten war es dann so, da haben wir dann zu zweit gefeiert, ne? Also ich und der Weihnachtsmann, ne? Ist ja bekanntlich ein Roter, aber stellt es sich aber raus, war meine Tante Manfred. Ich komme ja aus Dresden und wir haben in Dresden das Zentrum für zeitgenössische Kunst, Hellerau. Und da gab es eine Riesendiskussion, was verträgt das Volk, was möchte es sehen, was ist Kommerz, was bringt man auf die Bühne, was wird gefördert. Und gab es einen Riesenstreit und dann gab es auch noch eine Wahl und da stand 2018 auf den Wahlplakaten einer Partei, die ich nicht leiden kann, die kann mich auch nicht leiden, ist okay. Stand kein Cent für politisch motivierte Kunst und es hat mich sehr beschäftigt und ich habe überlegt, was ist denn politisch nicht motivierte Kunst? Ich stehe wahnsinnig auf Bäckereikunst, ja Bäckereikunst, die riecht nach Brot. So süße Gänse, Gänse mit Schleife und Gänsebabys aus Porzellan. So süße Clowns, ja Clowns auf Schaukeln mit roten Nasen und roten Socken, karierten Hosen und Seifenblasen, die man dann unter die Lampen hängt. Rote Socken? Findest du das nicht zu politisch? Beim Kulturamt bekommt man das bestimmt nicht durch. Und Strohgesichter aus trockenem Stroh, die schauen froh und freuen sich so, wenn man was Kleines. Darf es etwas mehr sein? Oder was mehr sein beim Bäcker kauft. Niedliche Igel mit Luftballonen und Gartenzwerge, die Schubkarren schieben. Und Feengärten mit Laternchen und Marienkäfer. Mit Sternchen? Nein, mit Ohrenschützern. So harmonisch und so wunderschön wird die Welt sein. Wir laden sie ein, so zu sein. Ganz friedlich, harmonisch, ja, einfach wunderschön. So harmonisch und so wunderschön wird die Welt sein. Wir laden sie ein, so zu sein. Ganz friedlich, harmonisch, ja, einfach wunderschön. So, Jungs, spielt weiter, die Leute, wir haben sie. Sie fressen mir aus der Hand. Ein Mitmachlied der feinsten Sorte. Sehr gut, weiter klatschen. Wenn ich klatsche, wird's erschossen. So harmonisch und so wunderschön. Wisst ihr auch, warum ihr so auf das Lied steht? Weiter klatschen, mal sehen, ob ihr zuhören könnt und klatschen. Ihr steht so auf das Lied. Leise spielen. Leise klatschen. Ihr steht auf das Lied, weil das so ein bisschen was von Singeclub hat. Ja? Es kommt aber auch so ein bisschen Hans Albers. Es hat so ein bisschen was. Ach, was kostet die Welt? Wir werden alle miteinander untergehen. La 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 la. Schabda budi budi wufti 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 bei. Spielt mal ein bisschen langsamer. Hier sind viele Ältere, ja? Schwuppdi budel budel wappdi wappdi bei. Schwuppdi budel budel wappdi wappdi bei. Ich hätte an der Stelle geskettet, aber das wäre kulturelle Aneignung. Darum nehme ich ganz deutsche Silben, damit sich die Deutschen abgeholt fühlen.
Schnuffdi uff die Pöng, wupsdi wups die Bude, wamdi wamdel uff die nupp die nupp die Nudel, schwupsdi upp die Böbbe die Böm, wupdi wupp die Höbbe die Hem, brrde bam de wüfte wim, brrde bam de stifte stimm, schwabbe die Bum, macht mal die Türen zu, ihr bleibt alle da. Schwung die Wum die Wum. Wichtig an so einem Song und an so einem Erfolgsstück ist ja auch die Wiederholung, ja? Was ihr oft hört, das bleibt so kleben. In 14 Tagen werdet ihr aufwachen und denken: Schnuff die Uff die Böbbe die Böm, wupsi wupsi Wudel die Bum, schwupsi schwupsi. Und wisst ihr, und jetzt brauchen wir noch anfassen, ist auch ganz wichtig. Also entweder so ein Mitmachding mit Menschen, und da wäre es gut, wenn wir so ein gemeinsames Zeichen finden, dass wir alle gemeinsam irgendwie miteinander das, was uns verbindet, wisst ihr? Dass wir so zusammengehören. Wie wär's denn mit dem Dach der Geborgenheit? Alle machen jetzt das Dach der Geborgenheit. Alle machen das Scheißdach der Geborgenheit, aber ganz schnell. Sonst wird die Mama böse. Schwupps hier auf die Bambe, die Bam, schwupps hier auf die Schwabbe, die Bam, schwupps hier auf die Schwupp, die Nudel, schwumm, die schwupps, die Bude. Alle machen das Dach der Geborgenheit. Wir sind alle eine große Familie. Wir alle machen das Scheißdach, aber ihr habt es nicht nötig. Da sitzen sie, sie denken wohl, sie werden was Besseres als wir, während wir hier die ganze Arbeit machen. Ha, lach uns so aus. Mit deinem hellblauen Hemd und du mit deinen Ohrringen. Oh, ich hab Ohrringe, andere haben keine Ohrringe. Wir finden dich, da sitzt sie, tötet sie, weidet sie aus, schmiert ihre Eingeweide an die Wand. Schwupsi, wupsi, Nudel, Nudel, schwupsi, schwupsi, wupsi, öffne die Wand. Schwupsi, wupsi, 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 schwupsi, wupsi, schwupsi, die Wand. Schwupsi, 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 schwupsi. Kleine Katzen mit süßen Tatzen, die sich kratzen, ja, oder lecken mit Windmühlen aus Polymer oder auch Kunstharz, ja, Kunst. Sowas nennt man Gebrauchsart und das steht dann oft beim Zahnarzt oder beim Bäcker, auch in Tankstellen. Ja, in Tankstellen steht das viel. Gleich neben dem schweinereitenden Kinderschornsteinfeger mit dem glitzernden Glückskleeblatt. Sodomie und Kinderarbeit in einem Werk? Es kommt ein Zitat, ich werde es kenntlich machen und ich zwinkere einfach, dann wisst ihr es nicht von mir. Habt ihr nicht gesehen, ganz hinten, ne? Ich mach's ein bisschen größer, dass es wirklich alle sehen. Wir sollten unsere alteingesessene Bürgerschaft nicht mit dieser exzentrischen Randgruppenkunst verstören. Sowas gehört eher nach Leipzig oder Berlin. Dresden ist da konservativ. Lass uns zwischen Gänsen, Gänsebabys und Giraffen, zwischen Affen, die nichts sehen, hören, sagen oder gaffen, zwischen Katzen, die sich kratzen, lecken oder was aus Hecken, noch ein paar fundamentale Botschaften verstecken. Was? Nein! Kein Cent für politisch motivierte Kunst. Kein Cent! If you can. Kein Cent für politisch motivierte Kunst. Kein Cent. Catch me if you can. Catch me if you can, baby. Catch me if you can. Catch me if you can, baby. Catch me if you can. Catch me if you can, baby. Catch me if you can. Catch me if you can, baby. Catch me if you can. Kleine süße Kälbchen mit Regenbogenglöckchen, die von Elfen geritten werden. Catch me if you can. Ganze Herden, Heerscharen, Pandas mit überdimensionalen Weineäuglein. Einhörner, Lamas und kleine Pandas, die Förderanträge stellen. Catch me if you can. Im Kulturamt für ihr Theaterstück. Wie heißt denn das Stück von den kleinen Panda mit den überdimensionalen Weinäuglein? Es heißt kein Cent für politisch motivierte Kunst. Kein Cent. Catch me if you can. Kein Cent für politisch motivierte Kunst. Kein Cent. Catch me if you can. Catch me if you can, baby. Catch me if you can. Catch me if you can, baby. Catch me if you can. Catch me if you can, baby. Catch me if you can. Catch me if you can, baby. Catch me if you can. Catch me if you can, baby. Catch me if you can. Catch me if you can, baby. Catch me if you can. Yay! Total geil. Wie geil ist das denn? Das möchte ich glatt zweimal sehen. Catch me if you can.
halt hinsetzen. Ja. Da sehen es die Leute besser. Ja. Rock'n'Roll. Das ist Englisch. Ich weiß. Roll. Ja. Das heißt übersetzt Brötchen. Was? Rock'n'Brötchen. Ja. Hier sind schon Knödel. Die sind noch vom MDR, vom Soundcheck. Die kannst du runterlegen. Ja. Ja. Ich lege sie vorsichtig runter. Mhm. Ich hab meinen eigenen Knödel mit. Ja, ja. Aus Seifen. Aus Seifen? Mhm. Also, die sind aus Holz. Ja, ja. Aber der Herstellungsort heißt Seifen. Ja. Es gibt nie Trommelstöcke aus Seifen. Nee. Also, es gibt welche aus Seifen, aber die sind aus Holz. Ja. Vielleicht gibt's aber auch Trommelstöcke aus Seifen. Was? Das ist ja für Dekorzwecke. Bei Nanunana. Ach so, ja. Wenn man mal für einen Schlagzeuger ein übelst sinnloses Weihnachtsgeschenk braucht. Ja. Das kann sein. Hm? Hm. Da gibt's dann vielleicht Trommelstöcke aus Seifen. Da kommt man auch gut in die Zwischenräume. Ja. Aber die sind aus Holz. Ja. Aber aus Seifen. Ja. In Erzgebirge. Nu, im Erzgebirge. Wir waren doch dort in Erzgebirge. Ach so? Nu, in Urlaub. Ja? Ganze Familie. Ganze Familie? Nu. Wir lassen keinen zurück. Nee, nein. Waren wir alle dort. Vati Steffen, Vati Dietmar, Mutti Kerstin, Mutti Carola, der Rico, also das bin ich. Ja, ja. Dann mein Bruder, der Enrico. Ich verwechsel uns immer. Ach so? Ja, weil wir eineiig sind. Ja? Jeder. Ach, aus Spaß habe ich das bloß gesagt. Aus Spaß. Dann mein anderer Bruder, der Nico. Mhm. Der Rocco. Der Rocky. Ja. Der Doreen. Mhm. Meine Schwester. Ja. Der war auch mit. Und der Benedikt. Benedikt? Ja, aber der ist bloß adoptiert. Ach so. Der hatte den Namen schon. Ja. Da konnten wir nichts mehr machen. Mhm. Der saß schon mit drinne, wo wir das Auto gekauft haben. Benedikt Römer. Römer? Ja. Stand zumindest auf dem Sitz. Ach so, ja. Da waren wir alle dort in Erzgebirge. Mhm. Und da habe ich die Trommelstöcke her. Ach so. Ne? Von Wochenmarkt. Ja. War aber am Sonnabend. Ja. Da war ein alter Mann, der hat die Feil geboten. Mhm. Das war ganz schön gemacht von der Produktpräsentation her. Ja. Ne? Der hatte wie so einen Bauchladen, aber auf dem Rücken. Er hatte so einen großen Rucksack aus Schrank. Ja. Und da war eine Seite war zu, da konnte man nie reingucken. Und bei der anderen Seite war das Erzgebirge so abgebildet. Mhm. Drinne. Aber mehr wie hoch. Ja. Weißt du, wie ein Sagittalschnitt durch ein Silberflöz. Und so, da ja. War das Erzgebirge so wie früher, in längst vergangener Zeit, wo das Erzgebirge noch aufgeschnitten war. Ja. Wo die Schätze rausgeholt haben, alles. Mhm. Silber und Dukaten, ja. Und Uran und alles. Mhm. Und ganz unten im Erzgeschoss, ja. da war so ein kleiner Mann, so beweglich, wie Playmobil, aber aus Holz. Also pädagogisches Playmobil. Ja. Der hat immer so gebohrt mit so einem Untertagetremel. Mhm. Und oben hat einer gehämmert und oben war dann das Erzgebirge wieder zu Ende, wo die Stockwerke alle waren. Ja. Und da war als Trennschicht Wiese. Ja. Ja. Und da haben die Trommelstöcke drinne gesteckt oben. Und da habe ich den Mann gefragt, ob ich welche kriegen kann. Und da hat er gesagt, einfach tüten wir, wir schmutten dir von einem Butter, schneid mir von einem Feischuh, weit nicht bis, klick auf! Aha. Ja.
Und da habe ich mir zwei rausgeknackst. Da haben so Trommelstöcke drinne gesteckt? Ne? Oben, ganz viele. Ja? Ja. Die waren unsauber gearbeitet. Das waren vielleicht noch Rohlinge oder so. Da waren überall noch so Späne dran. Mhm. Ja. Habe ich Helme mit 600er Körnung? Na klar, ja. Die sind wie neu. Ja. Haben wir uns ein bisschen verquasselt da. Ja. Du erzählst gerne viel. Batman. Ach so. Als Quiz. Ja. Zigarette. Bitte wollte. No. Mhm. Genau. Ja. 55. Mhm. Aber scharf. Ja. Schlagzeuger. Ach so, ja. Weltraum. Mhm. Mein Interessengebiet. Ja. Genau in den Kopf. Ja. Beug dich mal weg, wenn der Pfeil kommt. Ja. Einmal um die Welt. Also, auf Spaß. Ja. Ich mach wieder los. Ja? Sinnlos hier. Ich habe mir noch etwas Belletristik mitgebracht. Rico. Rico Roos aus Oppitsch. Und ich glaube, ich habe jetzt sowieso, also für mich zumindest, das ultimative Mittel gefunden, um die Ölkonzerne jetzt völlig fertig zu machen. Ich habe wirklich lange überlegt, wie kann ich meinen Spritverbrauch senken, und dann hatte ich die Idee. Und ich habe jetzt meinen Spritverbrauch halbiert. Ich mache so, ich fahre nur noch hin. Ja.